Ich kann sie nicht mehr zählen, die Tage. Seit ich geflohen bin vor den Schrecken von Vasco Mirandas Festung in dem andalusischen Bergnest Benengeli. Seit ich im Schutz der Dunkelheit dem Tod davongelaufen bin und eine Botschaft an die Tür genagelt habe. Ach, Moa, du merkwürdiger schwarzer Mann. Immer vollgestopft mit Thesen. Ach, Uma. Uma, meine Liebste. Und nirgends eine Kirchentür, an die du sie nageln kannst. Vollgestopft mit Fäkalien, willst du wohl sagen? Ja, Mutter. Auch diesmal hattest du wieder das letzte Wort. Wie immer. Uma, meine Liebste. Und Aurora, meine Mutter, sind inzwischen tot. Beide eines unnatürlichen Todes gestorben. Und ich befinde mich in einem fernen Land, den Tod auf den Fersen und ihre Geschichte in meiner Hand. Eine Geschichte, die ich an ein Tor, einen Zaun, einen Ölbaum geschlagen habe. Wenn meine Jäger dieser Spur folgen, werden sie mich finden. Hier. Ich warte, ohne zu klagen. Außer Atem. Bereit. Man reiche mir den Pfeffer. Ohne ihn hätte das, was in Ost und West heute endet, gar nicht erst begonnen. Der Pfeffer war es. Der Vasco da Gamas Schiffe über die Meere segeln ließ, von Lissabons Leuchtturm Torre de Belém bis zur Küste von Malabar. Von Anfang an waren wir weniger ein Subkontinent als ein Subkondiment. Ja, Mutter, auch diesmal. Von Anfang an war es kristallklar, was die Welt von der verdammten Mutter Indien wollte. Scharfe Sachen wollte sie, genau wie ein Mann, der zu einer Hure geht. Meine Geschichte handelt von einem hochgeborenen Mischling, der in Ungnade fiel. Von mir, Moash Zugobi, genannt Moa. Der einzige männliche Erbe der Gewürz- und Großhandelsmillionen der Dynastie der Gamatschogobi aus Cochin. Und von meiner Verbannung durch meine Mutter Aurora, geborene der Gama. Und der Ursprung von allem? Ein Pfeffersack. Keine Geheimnisse mehr. Ich habe sie alle angenagelt. Des Mauren letzter Seufzer von Salman Rushdie. Aus dem Englischen von Gisela Stege. Musik 440 Hertz. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil: Ein geteiltes Haus. Mit 13 Jahren begann meine Mutter Aurora da Gama während der Anfälle von Schlaflosigkeit, mit denen sie eine Zeit lang allnächtlich geschlagen war, barfuß in dem weitläufigen, duftenden Haus ihrer Großeltern auf Keppel Island umherzugeistern und sämtliche Fenster zu öffnen. Und du! Zuerst und du! Die inneren Insektenfenster mit ihrem feinmaschigen Draht und zum Schutz gegen Mücken, Moskitos und Fliegen. Und dann die bleiverglasten Flügelfenster. Und schließlich die geschlitzten Holzläden. Und jetzt du! Zur Hölle mit euch Scheißviechern! Ich werde euch moskitofizieren! An die Wand klatschifizieren! Und du! Wie zum Teufel seid ihr bloß hier herein? Guten Morgen, Großmutter. Mädchen, hast du mich erschreckt? Eines Tages wirst du mir noch das Herz brechifizieren. So kam es, dass der jungen Aurora da Gama die Idee, ihre Großmutter zu ermorden, direkt von den Lippen des Opfers eingegeben wurde. Belle war gerade erst 2 Monate tot. Isabella, Chimena da Gama, die Großmutter, die ich nie kennengelernt habe,
Zwischen ihr und Epiphania herrschte von Anfang an Krieg. Vier dicke Fehler, Schwiegermama. Nicht Booby, nicht Bottles, nicht Burry, nicht Boney. Süß von dir, in deinem Alter ein Liebeslied zu singen, doch mit falschen Wörtern wird's zum Nonsens. Nicht wahr, Comanche? Comanche, sag deiner lieben Frau, sie soll die Klappe haltifizieren. Sonst werde ich ihrem Gesabbere höchstpersönlich den Hahn abdrehen. Ich erzähle diese Geschichten, um mit ihnen abzuschließen. Sie sind alles, was ich noch habe. Also lasse ich sie frei. Vom Cochin-Hafen zum Bombay-Hafen, von der Malabar-Coast zum Malabar-Hill. Als meine Mutter Aurora jedenfalls in diesem kinderarmen Haus zu einer hoch aufgeschossenen, rebellischen 13-Jährigen heranwuchs, waren die Grenzen deutlich abgesteckt. Zu lang für ein Mädchen. Bosheit in den Augen heißt Teufel im Herzen. Und auch für ihre Fassade sollte sie sich schämen. Welby fixiert sich viel zu weit vor. Und was für ein perfektes Kind hat dein Liebling Irish vorzuweisen? Irish da Gama. Das weiße Haar gebändigt mit Brillantine. Monokel, steifer Kragen, drei Teile aus feinstem Gabardin und Gamaschen. In der einen Hand ein Stock mit Elfenbeingriff, in der anderen eine lange Zigarettenspitze. Zum Teufel mit Auroras großen Bubi-Cheftos. Dein Sohn Irish bringt mit seiner Sahara nicht das Geringste zustande. Weder Bubis noch Babys. Irish Frau hieß Carmen. Aber Belle hatte sie nur Sahara genannt. Sie ist so flach und dürr wie die Wüste. Ich kann in dieser Ödnis nirgendwo einen Ort entdecken, wo man was zu trinken kriegt. Großtante Sahara. Die Frau ohne Oasen kaute mit ihren kamelähnlichen Kiefern Betelnüsse. Und sah auch sonst so aus, als hätte sie einen Höcker. Carmen erwähnte keiner Menschenseele gegenüber, dass ihr Ehemann in der Hochzeitsnacht das Schlafzimmer erst sehr spät betreten hatte. Seine verängstigte, magere junge Frau, jungfräulich zitternd im Bett, einfach ignorierte, sich langsam und gewissenhaft entkleidete, um dann seinen nackten Körper nicht weniger sorgfältig in das Brautkleid zu zwängen, das die Zofe als Symbol der Vereinigung auf einer Schneiderpuppe zurückgelassen hatte, und den Raum durch die Außentür des Aborts zu verlassen. Carmen hörte auf dem Wasser einen Pfiff. Und als sie sich nur mit einem Bettlaken bekleidet erhob, sah sie ihr Brautkleid im Mondschein glänzen. Und die Erkenntnis, was für eine Zukunft sie erwartete, senkte sich bleischwer auf ihre Schultern herab und drückte sie für immer nieder. Ein junger Mann, Irish hatte ihn Prinz Henry den Navigator getauft, ruderte mit ihrem Hochzeitskleid und dem, der darin steckte, eilfertig davon und ließ Großtante Sahara in den kalten Dünen ihres unblutigen Lakens zurück. Da ich allmählich zur Sache komme, zum Kern der Familienzwiste, der vorzeitigen Todesfälle, unglücklichen Lieben, wahnsinnigen Leidenschaften und schwachen Lungen, will ich nicht vergessen, wer mit dem Ganzen angefangen hat, wer der Erste war, der sein Element verließ und ertrank. Francisco da Gama, Epiphanias dahingegangener Gatte. Vom Tag seiner Geburt an war Francisco aus dem Holz, aus dem Helden geschnitzt sind. Ein Mann für Häuslichkeit so wenig geschaffen wie Don Quixote. Er war schön wie die Sünde, aber doppelt so tugendhaft. Und erwies sich auf den Kokosmatten der Cricketplätze als teuflisch langsamer, linkshändiger Werfer und eleganter vierter Schläger.
Schon als junger Mann wurde er zum gelehrigen Adepten jener uralten Kunst der Dagamas. Gewürze und Nüsse in Gold zu verwandeln. Darüber hinaus war er ein Philanthrop. Gründete Waisenhäuser, eröffnete kostenlose Ambulanzen für Arme, baute Schulen, richtete Institute ein zur Erforschung der Kokospalmentrockenfäule und rief Elefantenschutzprogramme ins Leben und zeichnete die besten Geschichtenerzähler der Region aus. Und wenn das ganze Geld verplempifiziert ist und die Kinder mit dem Hut in der Hand betteln gehen müssen, was essen wir dann? Etwa dieses Ding da, diese Anthropologie. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zerbrach etwas in Francisco. Die Briten müssen gehen. Wo sollen sie denn hin? Unsere jungen Männer sterben in britischen Uniformen. Der Reichtum des Landes wird exportiert. Hier zu Hause verhungern die Menschen. Aber der britische Tommy lebt von unseren Produkten. Weizen, Reis, Jute, Kokos. Von mir verlangt man, Waren unter Selbstkostenpreis zu verschiffen. Irish, Camonche, ihr geht sofort spielen. Unsere Bergwerke werden ausgebeutet. Salpeter, Glimmer, Magnesium. Das habt ihr nicht gehört? Sofort! Verdammt. Die Bombay-Wallas werden reich und das Land geht vor die Hunde. So, und jetzt zu dir. Dieses ganze Spintisieren und Politisieren hat dir wohl das Hirn vernebelt. Was sind wir denn, wenn nicht die Kinder des Empire? Alles haben die Briten uns gegeben. Zivilisation, Recht, Ordnung. Selbst deine Gewürze, die unser Haus voll stinken, kaufen sie. Warum redifizierst du also wie ein Verräter und vergiftest die Ohren unserer Kinder mit gottlosem Unsinn? Der Verrat am Vaterland. Jetzt und denn das wird unentscheidend. Als die russische Revolution die Welt erschütterte, als der Erste Weltkrieg zu Ende war, als die Nachricht über das Amritsar-Massaker vom Norden her durchsickerte und den Indern die anglophile Einstellung gründlich austrieb, verstopfte sich Epifania da Gama auf Capel Island die Ohren. Francisco dagegen ging eines Abends an den Strand und schwamm davon. 5 Tage später fanden sie seinen Leichnam. Von den Wellen gegen eine rostige Hafenboje geworfen. Epifania schluckte die Nachricht von seinem Tod ohne Anflug und des leisesten Zitterns. Sie verschlang seinen Tod, wie sie sein Leben verschlungen hatte. Letzter Wille. Ich, Francisco da Gama, hinterlasse meiner geliebten Frau Epifania da Gama, geborene Menethes. Glauben Sie, ich will den Rest meiner Tage in Ihrem Büro verbringen. Lesen Sie weiter, aber ein bisschen Dalli. Geborene Menethes, alle Ihre Kleider, Ihren Schmuck und eine weiter unten aufgeführte Apanage. Meinen beiden geliebten Söhnen Irish und Camonche der Gama hinterlasse ich zu gleichen Teilen die Gama Trading Company unter der Bedingung, dass sie nie aufgeteilt wird, es sei denn, die Geschäftslage erfordere es. Was soll der Mist? Das ist der letzte Wille Ihres dahingegangenen Gatten. Nie und nimmer. Das werde ich anfechtifizieren. Wo bleibt denn das verdammte Matri-Dingsbums-Prinzip? In der Tat, Madame in Cochin gilt das matrilineare Prinzip. Sag ich doch. Es lässt sich bloß beim besten Willen nicht auf die christliche Gemeinde anwenden. Es ist ausschließlich Teil der Hindu-Tradition. Dann bringen Sie mir sofort ein Shivalingam und eine Gießkanne. Und dann bringen Sie mich zum Ganges. Und ich werde unverzüglich reinspringen. Hei, ran! Damals schon trieb die Familie unaufhaltsam jenem katastrophalen Konflikt entgegen. Dem Krieg der Sippen, von dem sich unser Familienvermögen erst ein Jahrzehnt später wieder erholen sollte. Angefangen hatte das Ganze damit, dass Epifania, die Unbeständigkeit ihres Sohnes zum Vorwand nehmend, ihre Verwandten, den Clan der Menethes nach Cochin einlud. Den Zeitpunkt ihres Coups wählte sie geschickt. Es waren die Tage von Irish nach franziskonischer Promiskuität und von Bells Schwangerschaft. Die einzigen Einwände kamen ausgerechnet von Carmen.
deren Lobuhaare sich bei der Ankunft zu Philomenthes borstig sträubten. Deine Zukunftsaussichten liegen hier unten. Genau zwischen deinen Beinen, Missy. Also konzentrier dich gefälligst darauf, deinen Ehemann für dich zu interessieren. Und halt ansonsten deinen Hintern aus Angelegenheiten heraus, die dich einen feuchten Kehricht angehen. Die Schlingpflanzen um Kokospalmen wandten sie sich um die Gama Trading Company. Tyrannisierten die Plantagenaufseher, schnüffelten in den Kontobüchern und mischten sich in die Arbeit in den Speichern ein. Es war eine regelrechte Invasion. Na schön, Irish. Wenn du deinen rechtmäßigen Platz in diesem Haus nicht einnehmen willst, dann sei wenigstens so gut und gestatte mir, die Lobos zu Hilfe zu holen, statt zuzulassen, dass dieses Menesest-Ungeziefer überall rumkrabbelt wie weiße Ameisen und unser ganzes Bargeld auffrisst. Was mit Parfüm begonnen hatte, endete mit einem wahrhaft gigantischen Stunk. Schon wenige Tage nach Ankunft der Lobos gingen Gerüchte um von Unruhen in den Spice Mountains. Menethes und Lobos kämpften um die Macht. Man munkelte von Streit und Schlägereien. Es wird Zeit, Camonche, dass du etwas unternimmst. Sonst ist wirklich alles verloren. Zu spät. Riechst du das? Kümmel. Koriander, Gelbwurz, Pfeffer, Chili, Ingwer, Zimt. Sie haben die Gewürzplantagen in Brand gesteckt. Polizisten kamen nach Capel Island. Und nach den Polizisten Soldaten. Und dann wurden Irish und Camonche da Gama festgenommen. In Handschellen gelegt und in den wunderschönen Bolgatti-Palast gebracht, wo sie in einem hohen, kühlen Raum von Pistolenmündungen mit Rot niederknien mussten. Kein Mensch, nicht einmal die oberste Regierung, weiß alles über die Verwaltung des Empire. Jahr um Jahr schickt England junge Männer an die vorderste Front, offiziell als Indian Civil Service bezeichnet. Diese Männer schuften bis zum Umfallen, sorgen sich zu Tode oder ruinieren ihre Gesundheit, um dieses Land vor Tod und Krankheit, Hungersnot und Krieg zu schützen und zu erreichen, dass es endlich fähig ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Gibt es einen Erfolg, geht das Lob an die Eingeborenen, während sich die Engländer im Hintergrund den Schweiß von der Stirn wischen. Gibt es aber einen Misserfolg, halten die Engländer den Kopf hin und nehmen die Schuld auf sich. Sie dürfen meiner persönlichen Dankbarkeit versichert sein. Au! Ruhe! Was immer Sie sagen, wir werden unser Land selbstständig. Ich sagte Ruhe. Im Juni 1925 wurden Irish und Camonche da Gama zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nach jener Brandnacht auf dem Besitz der Gama Trade Company in den Spice Mountains waren die Leichen eines Lobo-Aufsehers, seiner Frau und seiner Töchter gefunden worden. Mit Stacheldraht an Bäume gefesselt, wie Ketzer auf dem Scheiterhaufen. Und in den rauchenden Ruinen einer Kardamompflanzung war man auf die verkohlten Überreste dreier Menethes-Brüder ebenfalls an Bäumen gestoßen. Ihre Arme waren ausgestreckt und durch die Mitte jeder Hand hatte man ihnen Eisennägel getrieben. 10 Tage nach der Verhaftung von Irish und Camonche ordneten die Behörden auch die Festnahme von Epiphania und Carmen an, um sie nur eine Woche später wieder zu entlassen. Gentlemen, die Bedingungen, die mein Schwiegervater Francisco da Gama in seinem Testament angesprochen hat, sind eindeutig eingetreten. Während dieser 7 Tage ging Bill mit Camons schriftlicher Ermächtigung zu den Anwälten der Gama Trading Company
und überzeugte sie von der Notwendigkeit, die Firma zu teilen. Die Einheit des Unternehmens kann nicht länger aufrechterhalten werden. Bleibt die Gama Company in einer Hand, wird die Schande der Gräueltaten sie kaputt machen. Teilen wir, lässt sich die Krankheit möglicherweise auf eine Hälfte begrenzen. Teilen wir nicht, gehen wir gemeinsam unter. Zurück auf Capel Island begann Bell das große Herrenhaus zu teilen. Von unten bis zum Dachfirst. Silber, Leinen und Porzellan wurden bis zum letzten Teelöffel, Kopfkissenbezug und Suppenteller aufgeteilt. Und in der Küche hing ab sofort ein Stundenplan mit den Benutzungszeiten für jede Partei. Mit der einjährigen Aurora auf der Hüfte dirigierte Bell das Personal. Sie teilte das Herrenhaus mitsamt seinen Höfen und Gärten genau in der Mitte. Entlang der Grenzen ließ sie Säcke mit Gewürzen auftürmen. Was die Kapelle betrifft, liebste Schwiegermama, liebste Schwägerin, so könnt ihr sie gern haben. Ach, mitsamt den Elfenbeinstoßzähnen und den Ganesha-Göttern. Wir auf unserer Seite der Gewürzsäcke haben weder vor, Elefanten zu sammeln noch zu beten. Aus dem Nichts bist du gekommen. Und das Nichts wird dein Schicksal sein. Ihr beiden habt das Höllenfeuer über diese Familie gebracht. Jetzt will ich eure hässlichen Visagen nie wieder sehen müssen. Behaltet eure 50%, ernennt eure Bevollmächtigten, lasst den ganzen Krempel zum Teufel gehen. Mir ist das egal. Ich werde dafür sorgen, dass die 50% meines Camanche wachsen, blühen und gedeihen. So kam es, dass Bell da Gama mit 21 Jahren die Verantwortung für das Vermögen ihres eingekerkerten Ehemannes übernahm. Und sie verwaltete es gut. Meine Mutter war groß, schön, brillant, tapfer, fleißig, stark, siegreich. Ja, Mutter, Bell war schön. Wie du. Aber Isabel Ximena da Gama war kein Engel. In den Jahren, als Camanche im Gefängnis saß, qualmte sie wie ein Vulkan, führte zotige Reden und zügelte die Zunge nicht einmal vor ihrer heranwachsenden Tochter. Gelegentlich unternahm sie Sauftouren bis zur Bewusstlosigkeit und lag dann alle Viere von sich gestreckt in irgendeiner Schnapsbude. Sie wurde die härteste aller zu knackenden Nüsse. Und es gab Anzeichen, dass ihre Geschäftsmethoden zuweilen ein wenig zur Einschüchterung tendierten. Zu einem gewissen Druck auf Lieferanten oder Rivalen. Gute Nacht, mein Engel. Träum was Schönes. Mami geht noch auf Tigerjagd. Und sie machte häufig, beiläufig, schamlos Seitensprünge. An Auroras 10. Geburtstag ertönte im Hafen die Sirene einer Motorbarkasse, die auf die Mole von Capel Island zuhielt. An Deck, 6 Jahre vor Ablauf ihrer Strafe entlassen, Irish und Camarche. Seht sie euch an. Nur Haut und Knochen. Ich sehe es vor mir. Bill und Camarche umarmen sich auf der Mole. Ich hab dir dein scheußlichstes Buschhemd bügeln lassen. Lass dich als Geschenk verpacken für unser Geburtstagskind hier. Es versucht gerade, seinen Dad wieder zu erkennen. Und ich spüre, wie mir ihre Liebe über die Jahre entgegenfließt. Wie groß sie ist. Und wie wenig Zeit Bell und Camus zusammenbleibt. Zu viele Zigaretten. Schlechte Angewohnheit. Ich werde es aufgeben. Ich höre Bell husten, während sie Camus zu Aurora bringt. Und ich spüre, wie der tiefe, raue Husten an mir zerrt. Sei ja meine eigene. Bell hustete, wenn sie erwachte, und hustete, bevor sie schlafen ging. 2 Monate nach seiner Heimkehr wachte Camanche eines Nachts auf und sah, dass sie in fiebrigem Schlaf hustete und dass ihr Blut aus den Mundwinkeln rann.
Tuberkulose. In beiden Lungenflügeln. 3 Jahre später stand fest, dass Isabella Ximena da Gama, geborene Thursa, im Alter von erst 33 Jahren an einem Lungentumor litt. Aurora, mein geliebtes Engelchen. Sie starb rasch. Unter enormen Schmerzen. Camus, mein geliebter Mann. Bis zuletzt gegen den Feind in ihrem Körper kämpfend. Vergesst nicht die Geschichte von El Cid Campeador aus Spanien. Auch er hat eine Frau namens Ximena geliebt. Wir werden es nicht vergessen. Und als er zu Tode verwundet war, bat er sie, seinen Leichnam auf ein Pferd zu binden und ihn in die Schlacht zurückzuschicken, damit die Feinde sehen, dass er noch am Leben sei. Ja, Mami, meine Liebste, ja. Dann binde meinen Leichnam auf eine verdammte Rikscha. Oder was auch immer. Aber um Gottes Willen nicht auf einen verdammten Elefanten, okay? Weil der Feind nah und Ximena in dieser Geschichte der Cid ist. Ja, Mami, das werde ich tun. Am Weihnachtsabend 1938, 17 Jahre nachdem der junge Camange die 17-jährige Isabella Sosa nach Hause gebracht hatte, um sie seiner Familie vorzustellen, erwachte ihre beiden Tochter, meine Mutter Aurora da Gama, von Regelschmerzen und konnte nicht wieder einschlafen. Sie ging ins Bad und versorgte sich, wie es ihr die alte Yoshi gezeigt hatte. Nach einer Weile ließen die Schmerzen nach. Sie beschloss, in den Garten hinauszugehen, um ihren Körper im Wunder der Milchstraße zu baden. Sie erreichte den oberen Absatz der großen Treppe und sah, dass die Kapellentür offen stand. Lautlos schlich sich Aurora näher und spähte hinein. Ja, ich habe gesündigt. Ich müsste mit kochendem Öl verbrüht und mit eisigem Eis verbrannt werden. Gewähre mir deine Gnade, Mutter Gottes. Denn ich bin die Niedrigste der Niedrigen. Rette mich, wenn es dein Wille ist, vor dem Abgrund des bodenlosen Nichts. Denn in meinem Namen und durch meine Taten wurde großes und mörderisches Übel auf die Erde losgelassen. Herr, ich habe beschlossen, heute ohne Moskitonetz zu schlafen. Sollen sie doch kommen, die Stacheln deiner Vergeltung? Sollen sie mich stechifizieren und mir das Blut aussaugen? Sollen sie mich anstecken, Mutter Gottes, mit dem Fieber deines Zorns? Herr, die Haare gehen mir aus. Die Welt ist in Scherben und ich bin... Mutter, erzähl mir, wie hat sich Aurora ihrer zusammengebrochenen Großmutter genähert? Sie näherte sich langsam, schob sich an den Wänden der Kapelle entlang und ging zögernd auf die reglose Gestalt zu. Hat sie aufgeschrien? Sie tat es nicht. Vielleicht hat es ja keinen Sinn mehr gehabt. Als Aurora Epiphania erreichte, sah sie, dass die Hand, die den Rosenkranz hielt, noch immer schwach an den Perlen zupfte, dass die Augen der Alten geöffnet waren und sie erkannten. Als Aurora gesehen hat, dass ihre Großmutter noch lebt, was hat sie da getan? Sie zögerte. Doch nach dem Zögern, da hat sie doch sicher jemanden um Hilfe gerufen. Nach dem Zögern trat Aurora 2 Schritte zurück, setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und wartete. Hat sie kein Mitleid empfunden? Keine Scham? Keine Furcht? Sie war beunruhigt. Falls Epiphanias Anfall nicht wirklich tödlich war, würde ihr Verhalten gegen sie sprechen. Selbst ihr Vater würde böse sein. Weiter nicht? Sie sorgte sich, dass sie entdeckt werden könnte. Also schloss sie die Kapellentür.
Dann war es also Mord. Falls ein Mord durch Unterlassung begangen werden kann, ja. Falls Epiphania einen so schweren Schlag erlitten hatte, dass sie nicht hätte überleben können, nein. Ist Epiphania gestorben? Nach einer Stunde bewegte sie ein letztes Mal die Lippen. Ihr Blick richtete sich auf die Enkelin, deren Ohr an die sterbenden Lippen gelegt, den Fluch der Großmutter vernahm. Und die Mörderin? Ließ die Kapellentür genauso weit offen, wie sie sie vorgefunden hatte, und ging wieder schlafen. Aber sie hat doch sicher nicht... Und schlief so fest wie ein kleines Kind und erwachte am Weihnachtsmorgen. Die Wahrheit ist hart, aber sie muss ausgesprochen werden. Nach Epiphanias Tod wurde alles lebendiger. Die Fröhlichkeit kehrte aus ihrem Exil nach Keppel Island zurück. Bougainvillen, Jasmin, Maiglöckchen, Orchideen wuchsen wie nie zuvor. Insekten zogen sich zurück und selbst die englische Bulldogge. Die Irish, um Camorge zu provozieren, Java Harlal nannte, schien sanfter zu werden. Feste wurden wieder gefeiert wie früher in Franciscos glorreichen Tagen. Damen mit viel Schmuck und Herren im eleganten Frack kamen in ganzen Barkassenladungen auf die Insel. Sie auch? Nein. Danke. Ein Mitglied der Familie blieb von der gehobenen Stimmung unberührt. Schneewittchen. Inmitten des Festes vermochte Camorge ausschließlich an Belle zu denken, deren Schönheit an einem so großen Abend sogar die Sterne in den Schatten gestellt hätte. Haben Sie denn nicht den Film gesehen? Jetzt wird er endlich in der Stadt gezeigt. Ich habe ihn schon 11, 12 Mal gesehen. Jawohl, das habe ich. Hören Sie. Ich kann auch die 7 Zwerge aufzählen. Sneezy, Sleepy, Happy, Dopey, Grumpy, Bashful, Dog. Und welcher sind Sie bitte? Miss. Sneezy nicht, Happy nicht, Dog nicht. Also Sleepy, Dopey, Grumpy, Bashful. Welcher? Oh. Sie wollen es nicht sagen. Oh. Also muss ich raten. Sleepy nicht. Dopey? Das glaube ich nicht. Grumpy vielleicht. Aber Bashful. Ja, hi, ho, Bashful. Miss, es wäre besser, wenn Sie sich wieder der Party anschließen. So leid es mir tut, ich bin nicht so recht in Stimmung. Mr. Großes Tier, Camorge da Gama. Kann einer Dame gegenüber nicht mal einen höflichen Ton anschlagen. Weint sich noch immer nach seiner verblichenen Frau die Augen aus, stimmt's? Spielt ja auch keine Rolle, dass es mit der halben Stadt getrieben hat. Miss. Reicher Mann, armer Mann, Bettler, Pastor. Miss. Großer Gott, hör dir das an. Das hätte ich nicht sagen sollen. Oh, Herrgott, lassen Sie das. Sie machen mir einen blauen Fleck. Na schön. Tut mir leid. Aber schließlich wissen es alle, oder? Also doch nicht Bashful, sondern Grumpy. Aber irgendwo wird es hier noch einen anderen Zwerg für mich geben. Sie war die Letzte, die meinen Großvater lebend gesehen hat. Das Wasser ruft uns. Es hat Francisco gerufen und Camorge, Vater und Sohn. Sie sprangen in den nachtschwarzen Hafen und schwammen zum Motorozean hinaus. Und die Gezeiten trugen sie davon. Im September 1939 sah Aurora da Gama, dass der Frachter Marco Polo noch immer im Hafen von Cochin vor Anker lag und bekam einen Wutanfall. Sie wies ihren Chauffeur an, zum C-50 Godau Nummer 1 im Hafen von Ernakulam zu fahren und stürmte zornig in den riesigen Speicher. Was denkt sich Onkel Irish eigentlich? Sie zögerte einen Augenblick, verunsichert von der kühlen Stille der Jute-Sack-Kathedrale.
vom Duft von Patchouliöl und Nelken, von Kreuzkümmel und Kardamom. Wieso legt die verdammte Marco Polo nicht endlich ab? Will er uns in den Ruin treibifizieren? Der Anblick dieser schönsten aller Dagamas aus nächster Nähe traf mich wie ein Speer, mitten ins Herz. Ich beugte mich zu ihm herab, nahm sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger, fixierte ihn mit einem grimmigen Blick und verliebte mich in ihn bis über beide Ohren. Hitler hat England. Der Skipper weigert sich. Möglicherweise wird die Handelsflotte angegriffen. Diesen kleinen, süßen, schüchternen Angestellten wollte ich auf der Stelle heiraten. Exportbuchhalter Abraham Sogobi? Ist das Ihr Name? Großer Gott. Kein Heller in der Tasche, keine Zunge im Mund. Reicht das nicht? Müssen Sie auch noch Jude sein? Ich sah den Tatsachen ins Auge. Verdammt nochmal. Ich hatte mich in einen Speichermoses verliebt. Große Stammbäume aus kleinen Körnern. Es ist angemessen, dass meine Geschichte, die Geschichte der Entstehung von Moraes Sogobi, ihren Ursprung einer verzögerten Ladung Pfeffer verdankt. Gerade wurde Krieg erklärt. Nero und der All-India-Kongress werden von den Briten verlangen, ihre Forderung nach Unabhängigkeit als Voraussetzung für eine indische Hilfe bei der Kriegsführung zu akzeptieren. Mr. Jinnah und die Muslim League werden sich weigern, Neros Forderung zu unterstützen. Ihre Auffassung, dass es zwei Nationen auf dem Subkontinent gibt, die eine hinduistisch, die andere muslimisch, wird Geschichte machen. Bald wird die Spaltung unwiderruflich sein. Bald wird Nero ins Gefängnis von Dehradun zurückkehren und die Briten werden sich an die League um Hilfe wenden. In diesem Moment habe ich ihn am Kinn gezogen und er ist mir gefolgt, ist aus seinem Stuhl geschossen wie der Korken aus einer Flasche und ich habe ihn am Kinn geführt. Ihr ganzes Leben hat Aurora Sogobi keinen Zweifel daran gelassen, warum sie ihren Exportbuchhalter in die dunstigen Tiefen des Speichers geführt und ihm dann bedeutet hatte, ihr zu folgen. Als sie eine lange, wippende Leiter bis zur höchsten Höhe der entlegensten Stapel emporkletterte. Weit, weit oben. Dicht unterm Dach des Speichers Nummer 1 legte sich Aurora da Gama mit 15 Jahren auf die Pfeffersäcke, atmete die heiße, gewürzbeladene Luft und wartete auf Abraham. Der zu ihr kam wie ein Mann, der in sein Verderben lebt. Von nun an werde ich immer für dich sorgen. Ich bin Künstlerin, angehende Künstlerin. Für den wichtigsten Teil von mir kann und werde ich daher selber sorgen. Dann werde ich für den weniger wichtigen Teil von dir sorgen. Du könntest ihr Vater sein. Hast du den Verstand verloren? Mit einer Christin? Mutter. Hab ich dich nicht gut erzogen? Hab ich dir nicht immer gesagt, Christen und Mohren? Kannst nur hoffen, dass sie nie hinter dir her sein werden. Mutter, Juden mit arabischen Namen sollten Acht geben, wen sie als Mohren bezeichnen. Fluch über alle Mohren. Wer hat die Synagoge von Gran Canaria zerstört? Mohren? Wer sonst? In Indien produzierte Othello Raudis. Mutter! Die Pest über ihre Häuser und Ehefrauen. Mutter, das war 1524. Na und? Mutter, du pochst auf die Reinheit unserer Rasse. Was sagst du zu deinen Vorfahren, den maurischen Mohren? Im Januar 1492 überreichte Sultan Boabdil von Granada vor den Augen eines ebenso verwunderten wie von Verachtung erfüllten Christopher Columbus dem siegreichen katholischen Königspaar Fernando und Isabella, ohne den geringsten Widerstand zu leisten, die Schlüssel zum Festungspalast Alhambra, der letzten und größten aller Befestigungsanlagen der Mauren. Als er sein Ross den Hügel der Tränen emporlenkte, wandte er sich noch einmal zurück und vergoss heiße Tränen, während seine Mutter die furchterregende Aisha
höhnisch über seinen Kummer lächelte. Wohl steht es dir an, wie ein Weib zu beweinen, was du nicht verteidigen konntest wie ein Mann. Wer ist schlimmer, Mutter? Aurora, die ihre Waschko-Abstammung nicht verbirgt, sondern sich über sie freut? Oder ich, geboren aus den letzten Seufzern eines dicken alten Mauren in den Armen seiner diebischen Mätresse? Beweise! Das sind doch alles nur Vermutungen! Nach seinem Sturz erhielt Boabdil einen Beinamen. Und die, die seine Juwelen nahm, übernahm auch seinen Beinamen. Boabdil der Glücklose. Kannst du mir das in der Sprache deiner Vorfahren, der Mauren, sagen, Mutter? Also, Gobi. In der St. Francis-Kirche, am leeren Sarkophag Vasco da Gamas, legte Abraham Chogobi beide Hände in die seiner jungen Geliebten und gestand, was ihm widerfahren war. Streit, Rauswurf, Obdachlosigkeit. Dann kommst du mit zu mir. Leider bist du zu groß und hast zu breite Schultern. Deswegen werden dir die Anzüge meines armen Daddy nicht passen. Heute Nacht aber wirst du keinen Anzug brauchen. Nachdem sich der ältere Mann beim zweiten gewürzduftenden Liebesakt dem Willen der jüngeren Frau rückhaltlos untergeordnet hatte, nachdem Aurora ihm all ihre Geheimnisse ins Ohr geflüstert hatte, jahrelang, mein Gatte, habe ich nur einem Loch gebeichtet. Alles. Vom Mord an ihrer Großmutter, vom Fluch der sterbenden Alten. Möge dein Haus auf ewig geteilt bleiben. Mögen seine Fundamente zu Staub zerfallen. Und mögen deine Kinder sich gegen dich erheben. Und nachdem Abraham sie getröstet hatte, ich werde den Fluch brechen. Ich schwöre es. Und ihr gesagt hatte, er werde der römisch-katholischen Kirche beitreten, wurde die Tür ihres Hochzeitsgemachs aufgestoßen. Hure von Babylon! Hallo, Tantchen! Hallo, Onkel! Wo ist denn Java Wauwau? Sogobi! Was hat das hier zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass wir heiraten. Genau wie ihre englische Bulldogge machten Carmen und Irish viel Lärm. Bissen aber niemals zu. Doch kein Sieg ist vollkommen. Der Bischof von Cochin weigerte sich, Abrahams Konversion zu unterstützen. Und Moshe Cohen, der Führer der Juden von Cochin, wollte auf keinen Fall eine jüdische Eheschließung vollziehen. Als meine Eltern nach Bombay gingen, nannten sie sich Mr. und Mrs. Aurora nahm den Namen Sogobi an und machte ihn berühmt. Aber Hochzeitsglocken gab es nicht. Kaum hatte sich die Aufregung um die Liebesaffäre beruhigt, legte die Marco Polo mit Rauchfahnen aus den Schornsteinen und Kurs auf London von ihrem Liegeplatz ab. Der Frachter dampfte über den Ozean, jedes Gerücht, jede Gefahr außer Acht lassend, bis die Medea, ein deutscher Kreuzer, ihn wenige Stunden von der Insel Socotra am Horn von Afrika entfernt, unter Beschuss nahm. Die Marco Polo sank schnell. Besatzung und Fracht gingen verloren. Ich kenne dich, Abiboy. Wenn du dieses Grinsen aufsteckst, dann sitzt du in der Patsche. Und je breiter das Grinsen, desto tiefer die Patsche. In meinem ganzen Leben habe ich dich nicht so breit grinsen sehen. Setz dich. Mutter, keine Spielchen. Setz dich! Eine zweite und eine dritte Dagama-Ladung war losgeschickt worden. Diesmal, um den Gefahren vor Nordafrika auszuweichen, auf die lange Strecke ums Kap der Guten Hoffnung herum. Doch trotz aller Vorsicht und aller Bemühungen der britischen Navy, alle bedeutenden Seewege zu schützen, endete die Fahrt auch dieser beiden Schiffe damit, dass sie ausgiebig den Meeresgrund würzten. Und das C-50-Gewürzimperium begann zu wanken. Abraham schluckte seinen Stolz hinunter und kam betteln. Eine Tatsache, die Florie allein schon genügte, um zu wissen, wie stark ihr Blatt war. Sie ließen dir deinen Kopf, Abi, und siehst du, hier liegt er auf der Schale. Florie ließ ihn zappeln. Doch nicht allzu lange. Gut, du kriegst meine Juwelen, aber als Lohn verlange ich ein größeres Juwel. Für dein Darlehen wirst du voll entschädigt, sobald das Schiff eingelaufen ist. Das schwöre ich, Mutter. Und falls du deinen Anteil in Smaragden willst, werde ich persönlich für dich die schönsten Steine aussuchen. An der Rückgabe des Darlehens zweifle ich keinen Augenblick.
Doch für eine so riskante Investition kann mein Lohn nur das kostbarste aller Juwelen sein. Du musst mir deinen erstgeborenen Sohn geben. Bring mir deinen erstgeborenen. Ein Satz aus dem Märchen stand zwischen Mutter und Sohn. Hab ich dir dein dämliches Grinsen aus dem Gesicht gewischt, Abby? Hör zu, du kannst ihn sehen, wann immer du willst. Sogar die Mutter kann herkommen. Nur bei mir leben soll er, damit ich ihn zu dem erziehen kann, was du nicht mehr bist. Ein Jude von Kolchin. Ich habe einen Sohn verloren, aber ich will wenigstens einen Enkel retten. Als die Welt allmählich wieder in die Fugen geriet, stimmte Abraham zu. So groß war seine Not. Und Flori war unerbittlich. Sie wollte es schriftlich. Deine Frau braucht nichts davon zu wissen. Das vierte Schiff lief sicher in den Hafen ein. Und nach ihm noch eins und noch eins und noch eins. Während überall auf der Welt das Kapital abnahm, gedieh jenes der Achse da Gama zu Gobi. Bei erster Gelegenheit zahlte Abraham das geborgte Juwelengeld zurück und bot seiner Mutter darüber hinaus eine großzügige Summe. Und das Juwel, mein schriftlich zugesagter Lohn, wann wird mir die ausbezahlt? Aurora erwartete auch weiterhin kein Kind. Die Monate dehnten sich zu einem Jahr. Und noch immer bewahrte Abraham Schweigen. Am ersten eines jeden Monats schickte Flori ihrem Sohn eine Nachricht. Ich hoffe, du lässt nicht nach. Ich verlange meinen Edelstein. Mit deinen Papierfetzen erreichst du gar nichts, Mutter. Gehe ruhig vor Gericht und warte ab, wer einem Richter mehr bezahlen kann. Das wirst du mir büßen, Abby. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine Epidemie von Vergeltung zieht sich durch meine Geschichte. Eine Seuche von wie du mir, so ich dir nach der anderen. Hier jedenfalls ist Aurora an ihrem 17. Geburtstag an Waschkos Sarkophag. Und dort, im Schatten der Kirche, wartet ein altes Weib. Verzeihen Sie, es tut mir leid. Ich kann Ihnen nichts geben, ich habe nichts bei mir. Madame Aurora, römische Hure meines Abi, lesen Sie! Hiermit verspreche ich meiner Mutter Flori zu Gobi mein erstgeborenes männliches Kind, damit sie es nach jüdischer Sitte erzieht. Abraham zu Gobi. Sag deiner Mutter, in diesem Haus werden keine Kinder geboren, solange sie am Leben ist. Und jetzt raus aus meinem Zimmer. Tu du deine Pflicht, ich tu die meine. Die Lebenswege meiner Eltern trennten sich. Aus jeder Furche in Abrahams Gesicht sprach Kummer. Aurora dagegen blühte immer mehr auf. Ein Genie erwachte in ihr und füllte die Leere in ihrem Bett, ihrem Herzen und ihrem Leib. Sie brauchte niemanden, außer sich selbst. Die Kriegsjahre über war sie meist nicht in Kutschin. Anfangs machte sie ausgedehnte Besuche in Bombay, wo sie einen jungen Parsen, Keko Modi, kennenlernte, der mit zeitgenössischer indischer Kunst handelte und bei dem sie auch wohnte. In dieser Zeit wurde Aurora Chogobi zu jener gigantischen Persönlichkeit, die wir alle kennen. Zu der großen Schönheit im Herzen der nationalistischen Bewegung, die bei Demonstrationen mutig neben Wallabhai Patel und Abul Kalam Azad vorausmarschierte, zur vertrauten und hartnäckigen Gerüchten zufolge Geliebten von Pandit Nehru. Von Gandhiji mit Misstrauen betrachtet, von Indira Gandhi verabscheut, wurde Aurora durch ihre Verhaftung nach der Quit India Resolution von 1942 zur Nationalheldin. 2 Jahre verbrachte sie im Bezirksgefängnis von Dehradun. Als sie herauskam, war sie 20 Jahre alt. Und ihre Haare waren weiß. Als lebender Mythos kehrte sie nach Cochin zurück. Die ersten Worte, die Abraham nach ihrer Rückkehr sagte, lauteten: Das Geschäft läuft gut.
Sie nickte kurz und ging wieder an die Arbeit. Hier steht's. Hier steht's. Ja, hier steht's. Sehr, sehr bald. Flori Sogobi lebte noch, war aber in letzter Zeit ein bisschen sonderbar geworden. In der Nähe von China. Eines Tages gegen Ende Juli fand man sie auf Händen und Knien über den Boden der Synagoge von Matancheri kriechen. Aufgefressen von großen kannibalischen Pilzen. Noch am gleichen Tag brachte man sie zu einer Kirche am Meer von Chavankor. Die Wunderkirche wurde von Geistesgestörten aller Konfessionen aufgesucht. Es hieß, sie habe die Macht, Wahnsinn zu heilen. Zwei Tage später übergoss sich einer der dort Versammelten zu Füßen des lebensgroßen gekreuzigten Christus mit Petroleum. Als er das Streichholz anriss, sprang die Flamme auf den Saum des blumenbedruckten Kleides einer alten Frau über. Es war Flori. Nach der Beisetzung blieb Abraham noch lange an ihrem Grab. Wenige Tage später fraß eine gigantische Pilzwolke Hiroshima. Aurora und Abraham verließen Cochin Ende 1945. Sie hatten sich an den Hängen des Malabar Hill in Bombay inmitten von Tamarinden, Platanen und Jackfruchtbäumen einen Bungalow mit steil terrassiertem Garten gekauft, von dem aus man den Chaupati Beach, die Back Bay und den Marine Drive sehen konnte. Die Leitung der Geschäfte im Süden überließ Abraham einigen handverlesenen Männern. Vom rein geschäftlichen Standpunkt aus ist dieser Umzug absolut logisch. Doch Aurora brauchte keine logischen Argumente. Noch am Tag ihres Einzugs schrie sie ihre Freude aufs Meer hinaus. Ich hoffe sehr, dass unsere neue Umgebung sich förderlich auf dein Schaffen auswirkt. Schaffen, meinst du? Ja? Na, dann komm mit, Mister. Gehen wir ins Haus und fangen wir endlich an, etwas zu schaffen. Die Perversität der Menschen ist größer als ihr Heldentum oder ihre Feigheit oder ihre Kunst. Denn letzteren sind Grenzen gesetzt. Einmal im Jahr genoss es meine Mutter Aurora Zugobi, hoch oben über den Göttern zu tanzen. Die Perversität dagegen kennt keine Grenzen. Einmal im Jahr kamen die Götter nämlich zum Chaupati Beach, um in dem verschmutzten Meer zu baden. Zu Tausenden schwärmten die dickbäuchigen Götzen, Pappmaché-Figuren des elefantenköpfigen Gottes Ganesha oder Ganapati Bappa zum Wasser hinab. Rittlings auf Ratten von Pappmaché. Schau dir diesen Pöbel an. Tja, indische Ratten tragen Götter und übertragen Seuchen. Pervers, riskieren, zertrampelt zu werden, nur um ihre Dödel in den Teich zu tauchifizieren. 41 Jahre Tanz am Ganapati-Tag. Aurora tanzte ohne Rücksicht auf Gefahr, ohne Blick auf die rauen Felsspitzen unter ihr, geduldig lauernd wie schwarze Zähne in einem klaffenden Maul. Und je höhnischer die Lady auf ihrer hohen Mauer tanzte, desto heftiger sog die Masse sie herab. Für sie war Aurora nicht Rebellin, sondern Tempeltänzerin. Nicht Geißel der Götter, sondern Gopi. Dann aber, als Aurora mit 63 Jahren zum 42. Mal ihren Ganapati-Tanz tanzte, stürzte sie ab. Damals war sie immer noch meine Mutter. Ich aber schon lange nicht mehr ihr Sohn. Miau!
Abi, das ist Christina. Christina, das ist Abi, dein Daddy. Muss denn die Tochter eines Juden ausgerechnet Christina heißen? Hör auf zu schmollen, Abi. Dann nennen wir sie einfach Ina, ohne das Christ. Abi, das ist Ina Murata. Ina Murata, das ist Abi, dein Daddy. Und das ist Ina, deine Schwester. Ina Murata? Ina Murata. Man wird die beiden verwechseln. Verwechseln? Ina war ein 10-Pfund-Baby mit Hüften wie der Achtersteven eines Dickschiffs. Wie kann man diese 5-Pfund-Maus mit... Du hast völlig recht, Abi. Wir werden diese Taschenmaus hier Mini nennen. Abi, das ist Philomena. Philomena, das ist Abi, dein Daddy. Und das sind Ina und Minnie, deine Schwestern. Jetzt wird's sehr kompliziert. Als Philomena 3 Monate alt war, hörte Miss Jaya He, unser Kindermädchen aus dem Kinderzimmer, eine Folge beunruhigender Krählaute und Triller. Ina und Mini betrachteten ihre Schwester durch die Gitterstäbe des Bettchens mit Schrecken und Ehrfurcht. Wenn unsere kleine Lady so gut imitieren kann, ist sie keine Philomena, sondern eine Miner. Ina, Mini, Miner. In der Balsingham High School an der Nepean Sea Road wurden sie später Ini, Mini, Miney. 3/4 einer unfertigen Verszeile. Gefolgt von einem stummen Takt, einer Pause von 8 Jahren. Nach Ini, Mini, Miney kommt jetzt wohl Mu, Schwester. Von Mu zu Moor. Vom ersten Moon zum letzten Seufzer. 4,5 Monate von der Empfängnis bis zur Geburt. Alle Achtung, Mu. Obea, Jadu. Fo, Fang. Chicken and Trails. Kingdom come. Ich bin der Fluch einer Toten. Ich gehe schneller durch die Zeit, als es sein sollte. Irgendwer hat irgendwo die Taste Fast Forward gedrückt. Oder die Taste mal 2. Ich, Moraes Zugobi, auch bekannt als Moor, bin zur Strafe für meine Sünden ein Mensch, der doppelt so schnell lebt. Seit dem Augenblick meiner Empfängnis altere ich wie ein Besucher aus einer anderen Dimension. Doppelt so schnell wie die gute alte Erde. Und alles, was auf ihr existiert. Übernatürliche Erklärungen sind nicht notwendig. Irgendein Fehler in der DNS reicht aus. Ein so wunderschönes Baby. Aus einem so guten Haus. Freuen Sie sich in Demut, Mr. Abraham, dass Gott, der Herr, der Allmächtige, Ihren Sohn mit seiner ach so schmerzhaften Wunde der Liebe geschlagen hat. Raus. Lauf sie raus, Abi. Sie soll verschwindifizieren, bevor ich sie selbst mit ein paar ach so schmerzhaften Wunden meiner Liebe schlage. Obea, Jadu. Fo, Fang. Chicken and Trails. Kingdom come. Meine rechte Hand. Die Finger zu einem undifferenzierten Etwas verschmolzen. Der Daumen. Ein warzenförmiger Stumpf. Ein Glück, dass es nur eine Hand ist. Hallo, mein kleiner Boxer. Hallo, Champion. Mit deiner Faust wirst du die ganze Welt K.O. schlagen. Du kannst es mir glauben. Mu ist das Schönste von unseren Kindern. Und das da, was bedeutet das schon? Gar nichts. Selbst ein Meisterwerk hat hier und da kleine Fehler. Ja, Mutter. Für dein Werk hast du die künstlerische Verantwortung sofort übernommen. Für die Mädchen war Miss Jayas Fläschchen gut genug. Meinen Sohn werde ich selber stillen. Und ich? Ich habe nicht protestiert, sondern mich festgesaugt an deinen Brüsten. Und meine Flosse, dieser verwachsene Klumpen, missgestaltet wie die moderne Kunst an sich,
war ab sofort nichts weiter als der Ausrutscher eines genialen Pinsels. Man möge mich vorlassen. Eines Tages, Anfang 1947, stand ein bleichsüchtiger Bursche völlig mittellos vor Auroras Haustür. Man möge mich vorlassen. Vasco Miranda aus Lutulim, Gur. Lambajan Chandivala, Auroras einbeiniger Torwächter, warf nur einen kurzen Blick auf den dünnen Strich von Schnurrbart, auf die Stirnlocke, auf die Koteletten, die vor Kokosöl nur so troffen, auf das Buschhemd und die Sandalen und begann laut zu lachen. Weißt du überhaupt, wessen Haus das ist? Man möge mich vorlassen, zur einzigen Künstlerin in diesem kunstlosen Schrottistan, deren Größe an meine heranreicht. Du Zwerg weißt es nicht. Du hast es nie gewusst und wirst es nie wissen. Vasco lief den Malabar-Hill wieder hinunter, um unverzüglich einen Brief zu schreiben. Denn, Lady, wir beide sind Sterne des Südens. Dem das gelingen sollte, was Vasco persönlich nicht gelungen war. Beide Antichristen, Exponenten einer Epico, Mythico, Tragico, Comico, Super Sexy, High Masala-Kunst. Wir werden einander beeinflussen in unserer Arbeit. Außerdem erkenne ich, dass Sie öffentlichkeitsorientiert sind und sich für viele aktuelle Themen interessieren, während ich absolut oberflächlich bin. Sie sind eine Heldin, ich bin eine rückgratlose Qualle. Wie sollten wir da nicht alle aus dem Weg fegen können? Es wird eine traumhafte Verbindung. Als Vasco am nächsten Tag kurz vor Sonnenuntergang zu ihr geführt wurde, lag Aurora Zogobi als bekleidete Maya im Eckpavillon der oberen Terrasse. Ich hatte einen Maler erwartet. Sie trank Champagner und rauchte mit einer langen Bernsteinspitze eine importierte Zigarette. Während ihr Ina gewölbter Leib auf einem seidenen Kissen ruhte. Einen Anstreicher. Das Kinderzimmer muss frisch gestrichifiziert werden, und zwar fix. Können Sie das? Vasco verfiel ihr, bevor sie ein Wort gesprochen hatte. Verfiel ihr, wie er einer Frau niemals hatte verfallen wollen. Innerhalb weniger Tage zog er ein. Eine offizielle Einladung wurde nie ausgesprochen. Dennoch blieb er uns irgendwie 35 Jahre erhalten. Als ich noch sehr jung war, wenn auch nicht sehr klein, pflegte sich Vasco, während ich schlief, in mein Zimmer zu schleichen und die Bilder an den Wänden zu verändern. Einige Fenster waren plötzlich zu, andere dagegen öffneten sich. Maus, Ente oder Hase veränderten ihre Position, wanderten von einer Wand zur anderen, von einem Abenteuer zum nächsten. Sehr lange glaubte ich, tatsächlich in einem magischen Zimmer zu wohnen. Das Zimmer verändert sich nicht von selbst, Moa. Du machst das. Du machst das im Schlaf mit deiner dritten Hand. Dafür habe ich dich geliebt, Vasco. Allein für das Geschenk der Traumhand habe ich dich geliebt. Später, als ich groß genug war zu verstehen, flüsterte mir Vasco ein noch größeres Geheimnis ins Ohr. Seit vielen, vielen Jahren, seit einer verpfuschten Blinddarmoperation, steckt irgendwo in mir eine Nadel. Im Augenblick stört sie mich nicht. Doch eines Tages, Moa, wird sie mein Herz erreichen. Und dann werde ich auf der Stelle tot umfallen. Von innen heraus erstochen. Bis zum Tag der Nadel habe ich noch viel zu tun. Leben, bis man stirbt, lautet mein Motto. Ich bin wie du. Das hast du mir damit gesagt, Vasco. Ich habe auch nicht viel Zeit. Im April 1947, als meine Schwester Ina 3 Monate alt und Auroras Schwangerschaft mit Mini die Maus bestätigt war, versuchte Abraham Zogobi, stolzer Ehemann und Vater, freundlich zu sein zu seinem ungebetenen Dauergast. Na ja, da Sie doch angeblich ein richtiger Maler sind, warum malen Sie mir nicht ein Porträt meiner schwangeren Frau? Mit dem Kind? Auroras Porträt war Vascos erste Arbeit auf Leinwand. Ich sage Auroras Porträt, weil Abraham bei seiner Enthüllung feststellen musste, dass nicht nur Mini die Beule weggelassen war. Ich habe ein Doppelporträt bestellt.
Wo zum Henker ist Ina? Auf Vaschkos Bild saß meine Mutter im Schneidersitz auf einer Rieseneidechse und wiegte die leere Luft in ihren Armen. Die linke Brust, schwer vor Mutterschaft, entblößt. Wo ist Ina? Das ist doch plattester Naturalismus. Außerdem wird Ina nicht gestillt. Ach so. Ina wird nicht gestillt. Und außerdem, wer bezahlt schließlich die Rechnung? Ein Genie ist niemals Sklave des reichen Mannes. Eine Leinwand ist kein Spiegel. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Eine Anwesenheit und eine Abwesenheit. Eine Fülle und eine Leere. Sie wollten ein Doppelporträt? Sehen Sie hin. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Das Gemälde geht zurück. Sie können darüber verfügen und haben es nur der außerordentlichen Nachsicht und Güte von Mrs. Sogobi zu verdanken, dass Sie nicht wieder auf die Straße gesetzt werden, wohin Sie meiner Ansicht nach gehören. Vasco schloss sich in sein Atelier ein, um es erst 3 Tage später abgezehrt und ausgetrocknet wieder zu verlassen. Er hatte während seiner Klausur das Bild meiner Mutter übermalt. Mit einem Reiterporträt. Vasco Miranda weinend auf einem riesigen Schemel. Keiko Modi gelang es fast augenblicklich, das Werk zu verkaufen. An keinen geringeren als den Stahlmilliardär C.J. Bapa. Und zwar zu einem überraschend hohen Preis. Der Vasco in die Lage versetzte, Abraham die Leinwand zu bezahlen und sich außerdem neue zu bestellen. Das war der Beginn seiner Karriere. Auf den ersten Blick war Abraham das absolute Gegenbild eines Dämonenkönigs. Ein armseliger, schwächlicher Mensch mit schnarrendem Atem. Seine Rechte immer auf der Brust ruhend signalisierte Selbstschutz und Unterwürfigkeit. In Wahrheit hatte sich Abraham Sogobi eine Tarnung zugelegt. Nachdem er sich in Bombay niedergelassen hatte, pilgerte er zu einem Antrittsbesuch beim alten Sassoon, dem Kopf der großen jüdischen Bagdadi-Familie, mit englischen Königen befreundet und durch Heirat eng mit den Rothschilds verbunden. Das Land mag kurz vor der Freiheit stehen. Aber Sie, Sogobi, dürfen nicht verkennen, dass Bombay eine geschlossene Stadt ist. Abraham verwendete viel Zeit und Geld auf ein gründliches Studium der großen Familien und förderte ihre Geheimnisse zutage. Er erforschte das Netz ihrer Verbindungen, begriff, wie die Fäden gezogen wurden und entdeckte, welche Häuser auf Sand gebaut waren. Wenn der Verfall der Parsi-Familie schon so weit fortgeschritten ist, müssen die faulen Zähne sofort gezogen werden oder der ganze Körper wird infiziert und stirbt. Und so spazierte er eines schönen Morgens Mitte der 50er Jahre einfach in das Allerheiligste des Hauses Cachon de Leveri, das als Unternehmen von Geldverleihern begonnen hatte und im Laufe eines Jahrhunderts zu einem riesigen Konzern im Bank-, Immobilien-, Schiffs-, Chemikalien- und Fischgeschäft herangewachsen war. Um die beiden bleichen, nicht mehr so ganz Jugendlichen, die er dort vorfand, am herrlichen Tag zu erpressen. Bombay, mein Sohn, war in diesen Tagen alles andere als eine geschlossene Stadt. Für einen Mann, der bereit war, gewisse Risiken einzugehen, war Bombay sperrangelweit offen. Und die einzige Grenze für das, was sich dabei verdienen ließ, war die eigene Vorstellungskraft. Durch eine Allianz mit Scar, einem muslimischen Gangsterboss, erlangte er den Schutz, der für Geschäfte dieser Art vonnöten war. Im Gegenzug wurde mein Vater zum wichtigsten Lieferanten frischer, junger Mädchen für die Häuser, die Scars Leute verwalteten. Die Fleischbanken Bombays in der Grand Road, Falkland Road, Forest Road und in Kamathipura. Abi, habe ich richtig gehört? Wir steigen ein ins Baby-Po-Geschäft. Ganz recht, ganz recht. Kristallisiertes, wasserhaltiges Magnesiumsilikat. H2, MG3, SI4, O12. Talg. Abi, was soll der Quatsch? Erstens haben wir eine protektionistische Volkswirtschaft, die importierte Talkumsorten mit prohibitiven Steuern belegt. Mit was? Zweitens haben wir bei unserer Bevölkerungsexplosion garantiert einen Po-Boom. Einen was? Drittens werden alle Drittweltländer einen Talkumpuder bester Qualität kaufen, für den man keine Greenback-Zahlungen leisten muss. Keine was? Und viertens werden wir mit Baby Softo Johnson Johnson auf ihrem Heimatmarkt angreifen.
Baby softo, sing it louder. Softo pofto, talcum powder. Bestes Babys, I love. Aufhören! Aufhören! Talcum kannst du von mir aus machen oder nicht, aber dieser Lärm muss stoppo pronto. Er lässt die Schale von meinem Frühstücksei zerspringifizieren. Baby softo, sing it louder. Softo pofto, talcum powder. Bestes Babys are alone. They softer baby softo. H2, MG3, SI4, O12. Das weiße Pulver, für das sich mein Vater interessierte, kam nicht aus den Steinbrüchen der Western Gates. In ausgewählten Baby-Softo-Kanistern wurde es über ungewöhnliche Routen transportiert, bei denen nächtliche LKW-Konvois unbekannter Herkunft und systematische Bestechung von Polizisten eine Rolle spielten. Und diese wenigen Kanister sicherten ihm jahrelang ein Einkommen, das den Rest seiner Firmengewinne weit überstieg und ihm ermöglichte, seine Unternehmen auf breiter Basis zu streuen. Deine Mutter und ihre Kunstjünger haben sich ständig beklagt, wie schwer es sei, aus nichts etwas zu machen. Was haben sie schon gemacht? Bilder. Ich aber, mein Sohn, habe aus dem Nichts eine ganze Stadt geschaffen. Während meiner ersten 20 Lebensjahre war am Südende von Bombays Halbinsel dem arabischen Meer Neuland entrissen worden. Und Abraham hatte in großem Stil investiert. In jenen Tagen war aber auch erwogen worden, die Überbevölkerung der Stadt zu mildern, indem man Zahl und Höhe der neuen Gebäude begrenzte. Natürlich kam das nicht in Frage. Wie hätte ich sonst den Wert meiner Immobilien aufrechterhalten können, in die ich so viel Geld, unser Geld, gesteckt hatte? Einen Verbündeten fand Abraham, als Kiran Keke Kolatka zum Herrscher der Municipal Corporation aufstieg. Keke hat schnell gelernt. Unsichtbare Gelder über unsichtbare Konten, plötzlich sichtbar auf dem Konto eines Freundes. Rein wie Schnee. Das Prinzip der Unsichtbarkeit, ich verstehe. Doch wenn jene Stadt am anderen Ufer unsichtbar bleiben soll, müssen wir natürlich alle ehrbaren Beamten, deren Aufgabe es ist, Anzahl und Höhe der Baulichkeiten zu überwachen, angemessen überzeugen, weshalb es von Vorteil ist, wenn sie die Gabe des Sehens verlieren. Metaphorisch natürlich. Selbstverständlich, metaphorisch. Angenommen, die unsichtbaren Gebäude könnten von unsichtbaren Arbeitern errichtet werden. Wäre das nicht für unsere Freunde die eleganteste und wirtschaftlichste Lösung überhaupt? Sie haben unser Prinzip kongenial erfasst. Natürlich könnten wir keine Verantwortung übernehmen für den Fall einer Erkrankung oder Verletzung. Selbstverständlich. Das wäre ja auch völlig unlogisch. Diese Arbeiter sind ja schließlich nicht nur unsichtbar, sondern ganz einfach nicht vorhanden. Kein Mensch, mein Sohn, hatte je davon gehört, dass Gespenster bezahlt werden, bis wir damit begannen. Ich wachse in alle Richtungen. Ich bin ein Wolkenkratzer. Von allen gesetzlichen Bauvorschriften befreit. Eine Ein-Mann-Bevölkerungsexplosion. Hierhin, Baba. Ja, gut. Gut, gut so, Baba. Nein, nicht dahin. Hierhin, genau auf mein Kinn. Da musst du deine Superbombe landen. Ja, gut so, gut. Weiter, weiter. Komm schon. Ist das alles? In früheren Tagen, als Lambadjan, Auroras treuer Torwächter, noch auf zwei Beinen stand, hatte er seine Fäuste benutzt, um seinen mageren Matrosensold aufzubessern. In den Glücksspielgassen Bombays machte er sich einen Namen als Straßenfaustkämpfer, der einiges wegstecken konnte. Nie war er K.O. gewesen und hatte in seinem Leben nur eine Schlacht verloren. Als Jayahe, unsere säuerliche Aya, und Haushälterin seine Frau und ständige Plage seines Lebens wurde. Babre, warum nimmst du nicht an einem von Gandhis Salzmärschen teil und bleibst einfach nicht stehen, wenn du das Meer erreicht hast? In meiner Jugendzeit kam Lamba einmal die Woche mit langen Stoffstreifen in den Garten von Elefanta und bandagierte mir die Hände. Dabei entdeckten wir, dass meine verkrüppelte Rechte nicht zu verachten war. Genauer, sie war ein Torpedo. Was denn?
Ist das alles? Das bisschen Kitzeln da? Komm schon, komm. Einmal pro Woche verdrosch ich Lamba. So hart ich nur konnte. Nach einer Weile grinste er nicht mehr. Er bot mir zwar immer noch das Kinn, mobilisierte dabei aber alle seine Reserven. Und dann, an meinem 9. Geburtstag... Was denn? Das soll alles sein? Hau doch mal richtig zu. Los, zeig mir die Superbank. Lamba. Hey, Lamba. Volltreffer, Baba. Du weißt ja gar nicht, was du alles drauf hast. Nicht nur eine richtige Dampframme, sondern auch noch jede Menge Tempo. Jetzt wird's Zeit, richtig zu lernen. Richtig lernen? Taktik, Beinarbeit, Verteidigung. Glaub ja nicht, dass du nie getroffen wirst, Baba. Wenn du Sterne siehst, kannst du selbst mit deiner Faust nicht treffen. Ob man Irish Dagama, meinen Großonkel, als Außenseiter bezeichnen kann, weiß ich nicht. Als er mit 72 Jahren zum ersten Mal in Bombay auftauchte, krank, hohlwangig, unrasiert, unterernährt, erkannte ihn Aurora nur an der Bulldogge Jawaharlal. Carmen ist tot. Der Hund war natürlich auch tot. Aber Irish hatte Jawaharlal ausstopfen und kleine Räder unter die Pfoten schrauben lassen, sodass sein Herrchen ihn weiterhin an der Leine mitführen konnte. Kein böses Wort über Onkel Irish. Habt ihr gehört? Er wohnt jetzt bei uns. Die alten Geschichten sind endgültig vergrabifiziert. Wie Prinz Henry, der Navigator. Denn Irish einstiger Geliebter war von einer Reise ins Elefantenreservat in den Spice Mountains nicht mehr zurückgekehrt. Doch Irish erlebte, zu seinem eigenen Erstaunen, auf Elefanta einen letzten Moment später süßer Freundschaft. Liebe wohl nicht. In seinem letzten Jahr wurde Irish zum ständigen Modell eines Buchhalters. Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. 114 mal 114 Öl auf Leinwand. Bombay, eine belebte Straße, vermutlich die Muhammad Ali Road. Irish Dagama nackt auf einem Balkon, schlank wie ein junger Gott, mit einer unerfüllten, unerfüllbaren, unausgesprochenen, unaussprechbaren Sehnsucht in jedem Pinselstrich. Zu seinen Füßen eine alte Bulldogge. Und unten in der Menschenmenge Prinz Henry, der Navigator, und Carmen Dagama, geborene Lobo. Es war ihr letztes gemeinsames Werk. Kurz nach Vollendung von Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung, verstarb Irish Dagama. Ich war glücklich, Mutter. Mitten in dieser erwachsenen Wildnis war ich glücklich. Elefanta. An den Hängen des Malabar Hill war mein Paradies. Meine Schwestern. Ach, Ina. Mini, meiner. Welch eine Last, Töchter dieser Mutter zu sein. Ihr wart so schön. Doch Aurora faszinierender. Intelligenter, begabter. Und immer noch verstand sie es, jeden jungen Bo in ihren Bann zu ziehen, den ihre Töchter vorzustellen wagten. Aurora verlor sie alle. Alle fanden einen Weg, sie zu verlassen, obwohl sie alle ihre Mutter liebten. Schmerzhaft und leidenschaftlicher, als Aurora diese Liebe je zurückgeben konnte. Ina, die Älteste, Ina mit dem halbierten Namen. Ina, die Schönheit, das erste indische Mannequin und Covergirl, unnahbar, jeder Zoll, die Oberschicht-Femme vom Malabar Hill.
Ina starb mit 30 Jahren. Der Krebs verschlang ihren Körper wie ein Bettler ein Festmahl. Und Mini. Im selben Jahr, als Ina erkrankte, entdeckte sie ihren Fluchtweg und verliebte sich in keinen geringeren als Jesus von Nazareth. Jesus Christus, so dankifizierst du uns also für alles, was wir für dich getan haben. Sister John von den Sisters of Maria Gratia Plena an der Altamont Road. Ausgerechnet unsere Geburtshelferin. Sister John betrat mit der gelassenen Autorität Isabella von Spaniens die Alhambra, um die Kapitulation Bob Dills entgegenzunehmen. Gesegnet sei dieses Haus, denn es schenkt dem Herrn eine Braut. Raus. Schaff sie raus, Abi. Sie soll verschwindifizieren, bevor ich sie selbst segne. Ina war tot und Minnie die Mausnovizin. Und meiner? Meiner hatte sich vorgenommen, einen Beruf aus dem zu machen, was jede jüngste Tochter tun muss, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nämlich protestieren. Herzlichen Glückwunsch. Die erste Anwältin in unserer Familie. Ich habe mich einer Gruppe Aktivistinnen, Filmemacherinnen und Anwältinnen angeschlossen. Eine Dagama-Sogubi-Feministin. Erstens, Kampf der Phallokratie. Bravo. Zweitens, Kampf dem Ausnahmezustand. Bravissimo. Wir wollen Demokratie und Menschenrechte auch in Indien. Indira Gandhi hat das Recht verspielt, sich eine Frau zu nennen. Ihr ist ein unsichtbarer Schwanz gewachsen. Bravo, bravissimo. Drittens, Kampf der Unsichtbarkeit. Ihr wollt Unsichtbarkeit bekämpfifizieren? Schluss mit deinen unsichtbaren Wolkenkratzern, Daddy. Schluss mit deinen unsichtbaren Arbeitern. Schluss mit deiner unsichtbaren Stadt. Abi, hast du mir etwas zu beichtifizieren? Gegen Ende des Ausnahmezustandes kam meiner ins Gefängnis. Und nach Mrs. Gandhis Wahlniederlage schnell wieder auf freien Fuß. Aurora wollte ihrer jüngsten Tochter immer sagen, wie stolz sie auf sie war. Doch meiner ließ sich nur noch selten bei uns blicken. Während ihre Tochter gegen die Tyrannei kämpfte, blieb Aurora zu Hause und arbeitete. Vielleicht ihre Antwort auf die Brutalitäten jener Zeit. Sie wollen die Galerie stürmen. Ironischerweise sollte jedoch ein älteres Bild Auroras weit mehr Empörung auslösen, als meiners Kampf bewirken konnte. Die Modi-Galerie stürmifizieren? Das ist doch Quatsch, Kiko. Sie stehen mit Spruchbändern vor meiner Tür. Sie wollen den Kuss des Abbas Ali Beg verbrennen. Diese Klugscheißer wollen ein Bild von mir verbrennen. Der einzige Mensch, der meine Bilder verbrennt, bin ich. Vielleicht hattest du doch recht mit deinen Bedenken. Meine Bedenken sind immer noch die gleichen. Das Bild war schon vor 15 Jahren nicht gut und es ist auch heute nicht gut. Aber du wolltest es ja unbedingt wieder ausstellen. Sie haben außerdem zu einer Demonstration aufgerufen. In ihrem Flugblatt schreiben sie, der Kuss des Abbas Ali Beg repräsentiert auf schamlose Weise die pornografische Darstellung des sexuellen Angriffs eines Muslim-Sportlers auf eine unschuldige Hindu-Jungfrau. Bla, 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 bla. Rahman Fielding will den Zug persönlich anführen. Der Kuss des Ali Beg beruhte auf einem tatsächlichen Ereignis während des dritten Spiels gegen Australien im Brabourne-Stadion von Bombay. Nach zwei Spielen stand es 1-1. Und im dritten Spiel lag Australien vorn. Während des zweiten Innings gelang es Indien zum Glück auszugleichen, dank Bakes Half Century. Als er die 50 erreichte, kam eine hübsche junge Frau aus der gewöhnlich ruhigen und vornehmen Nordkurve auf den Batsman zugelaufen und küsste ihn auf die Wange. 8 Runs später wurde Bake ausgewechselt. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt gewonnen. Aurora liebte Cricket. Und so war sie auch am Tag des skandalösen Kusses im Stadion. Sie eilte nach Hause und malte das Bild in einem einzigen Schaffensschub. Ein Bild des aktuellen Indiens entstand. Ein Schnappschuss vom Vordringen Crickets ins Zentrum nationalen Bewusstseins und weitaus umstrittener ein allgemeiner Aufschrei sexueller Revolte. Ali Beg ist der Ruf der Jugend nach Freiheit, ist ein Akt der Auflehnung direkt vor der Nase des Status Quo. Kurz eine Obszönität, die auf dem Marktplatz öffentlich verbrannt werden sollte.
Auf einer Pressekonferenz erklärte heute Abbas Ali Beik, er habe den Kuss des Mädchens nicht erwidert. Ignorante, sogenannte Künstler sollten endlich aufhören, ihre langen Pinsel in die wirklich wichtigen Dinge des Lebens einzutauchen. Wie zum Beispiel Cricket. Abbas Ali Beik wurde zur Zielscheibe eines jungen politischen Cartoonisten, Rahman Fielding. Fielding, damals schon besser bekannt als Maine Duck, pflegte seine Karikaturen mit einem kleinen Frosch zu signieren, der am Bildrand gewöhnlich bissige Bemerkungen vor sich hin quakte. Doch mittlerweile war Abbas Ali Beik im Ruhestand, ein Kuss längst nicht mehr unerhört und Maine Duck in der Kommunalpolitik gelandet. Als Gründer einer Partei hinduistischer Nationalisten, der Mumbai's Axis, oder kurz MA genannt. So. Maine Duck persönlich will die Demonstration anführen. Dann beruhige dich, Kekoro, und warte erst mal ab. Ich weiß, wie ich dieses Froschgesicht kirre mache. Gib mir eine halbe Stunde. 30 Minuten später wurde der Marsch abgeblasen. Es war kein Sieg, Mutter. Es war eine Niederlage. Du wirst es erleben, Moa. Wenn dieser ganze Gandhi-Spuk vorbei sein wird, werden sie uns mit anderen Augen sehen. Vor dem Ausnahmezustand waren wir Inder. Danach werden wir christliche Juden sein. Was soll das, Mutter? Ein One-Way-Ticket nach Spanien und dein Pass mit einem spanischen Visum. Das Ticket kannst du jedes Jahr erneuern lassen, das Visum ebenfalls. Sorge dafür, dass beides immer gültig bleibt. Und du? Ich werde niemals fliehen. Wenn diese Indira mich holen will, weiß sie, wo sie mich findet. Nichts geschah. Kein Mob kam ans Tor, keine Polizisten wollten uns verhaften. Der Ausnahmezustand ging zu Ende, das Leben weiter. Uma Saraswati betrat die Szene. Uma Saraswati, die Frau, die mein Leben verändern, sublimieren und ruinieren sollte. Ich grüße euch, Family. Hoffentlich habt ihr nichts dagegen, aber ich habe eine Freundin mitgebracht. 6 Wochen nach Inas Tod beschloss Aurora, Zusammenhalt der Familie zu demonstrieren. Also trafen wir uns alle auf der Mahalakshmi-Rennbahn. Und als wir nach Hause gingen, tat das jeder von uns mit einem anderen Bild. Uma ist eine wunderbare Frau. Ihre Spiritualität strömt dahin wie ein Fluss. Sie ist ruhig und diszipliniert. Eine große Seele. Wie ich erkennt sie, dass alle Religionen letztlich eins sind, dass ihre Unterschiede im gesegneten Glanz des göttlichen Lichts schmelzen. Minnie, Uma ist hart wie Stahl. Als Feministin hingebungsvoll, säkularistisch, marxistisch. Von wem sprecht ihr? Diese Frau hat einen rasiermesserscharfen Finanzverstand. Und wie sie auch modernste Geschäfts- und Übernahmetheorien beherrscht. Alle Achtung! Jeder einzelne von euch ist heute offenbar neben der Schüssel. Aber du, Abi, schießoffizierst den Vogel ab. Und was ist mit dir, Moore? Hat sie auch dir ins Gehirn geschießoffiziert? Du hast ihr nie eine Chance gegeben, Mutter. Dabei hat Uma dich verehrt. Glaub es mir, Mutter. Was zwischen mir und Uma in Mahalakshmi geschah, habe ich niemandem anvertraut. Sie strich leicht über meine verkrüppelte Rechte. Diese Hand wird alles zerschmettern, was sich ihr in den Weg stellt. Mit einer solchen Hand in meiner Nähe fühle ich mich sehr sicher. Dann sah sie mir in die Augen. Da drin gibt es einen jungen Mann. Ich sehe, wie er zu mir herausblickt. Welch eine Kombination, ja. Jugendliche Begeisterung mit dem Äußeren eines älteren Mannes. Die Kombination hat mir mein Leben lang schon immer gefallen. Große Klasse, man. Ehrlich. Das also ist es. Dieses Prickeln von Tränen. Dieser Kloß im Hals. Diese Hitze im Blut. Mein Schweiß hatte einen pfeffrigen Geruch angenommen. Von nun an gehöre ich niemandem mehr, Mutter. Von nun an gehöre ich auf immer und ewig Oma.
Züge. All diese Schwengelstängel. Machen die dich nicht auch an? Wir begannen, uns in Hotelzimmern zu treffen. Am liebsten waren uns die Railway Retiring Rooms im Victoria Terminus oder in Bombay Central. Deine Mamiji, ich verirre sie sehr. Ich glaube es nicht. Aber sie mag mich nicht. Aber ja doch, sie mag dich. Nein, nein, mein Liebling. Ich glaube es nicht. Sie mag mich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Verdammt nochmal, dann fix sie. Was hast du gesagt? Fix sie. Fix sie. Fix sie. Fix sie. Fix sie. Was? Ich glaube es. Fix sie, die blöde Ziege. Mein Liebling. Mein Liebling, weh. Fix sie rauf und runter. Ich glaube es nicht. Das kannst du doch tun, mein Liebling, wenn du das willst. Brauchst du es doch nur zu sagen. Oh Gott. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Dass du jetzt mit mir nur spielst. Wir alle waren damals in Uma verliebt. Bis auf Aurora. Hartnäckig hielt sie an der Idee fest, Uma habe etwas zu verbergen. Sie kommt aus dem Nichts und macht sich an unsere Familie heran. Aber wer sind ihre Verwandten? Wo sind ihre Freunde? Wie sieht ihr Leben aus? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Uma nur mit mir spielt. Ich glaube es nicht. Ich und Geheimnisse. Ich glaube es nicht. Das gerade aus deiner Familie. Wessen Vater steckt bis zum Hals im Geschäft mit Kinderprostitution? Und wessen Mutter treibt es zurzeit nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit drei Liebhabern zugleich? Woher willst du das wissen? Die ganze Stadt weiß es. Mein armer Moor, für dich ist sie eine Göttin, nicht wahr? Nummer eins ist Kekumodi. Nicht wahr? Nummer zwei, Vasco Miranda. Aber das Schlimmste ist Nummer drei. Raman Fielding. Das ist nicht wahr. Dieser M.A.-Bastard Maindag. Tut mir leid. Die Lady hat keinen Stil. Es wird sogar gemunkelt, sie habe ihren eigenen Sohn verführt. Es ist nicht wahr. 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 Du armer Moor. Du liebst sie alle und willst immer nur Liebe. Wenn sie dich nur genauso liebten, wie du sie liebst. Deine Schwestern zum Beispiel. Minnie. Meine? Du solltest hören, was sie so alles über dich erzählen. Unmöglich. Armer, unglücklicher Moor. Von nun an bin ich deine Familie. Im Alter von 55 Jahren stimmte Aurora Zogobi einer umfassenden Retrospektive ihres Werkes zu. Und zum ersten Mal ehrte das Prince of Wales Museum eine lebende Künstlerin auf diese Weise. Selbst Raman Fielding, der mächtige MA-Boss, erschien zur Vernissage. Heute sollen alle sehen, was wir für Minderheiten tun. In Indien muss jede Gemeinschaft ihren Platz haben. Christen, Parsis, Jaina, Sikhs, Buddhisten, Juden, Mughals, das akzeptieren wir. Nur wenn die Minderheit versucht, der Mehrheit ihr Diktat aufzuzwingen, gebieten wir ihr Einhalt. Das trifft auch auf die Kunst zu. Deswegen kann ich sagen, auch Kunst und Schönheit müssen dem nationalen Interesse dienen. Madame Aurora, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer privilegierten Ausstellung.
Und was nun die Frage betrifft, welche Kunst überleben wird, da werden Sie mir sicher zustimmen. Die Zeit und die Times werden es uns zeigen. Aurora stürzt in die Nacht. Für Indira dämmert ein neuer Morgen, berichtete die Times of India am nächsten Morgen, Seite 3. An Lobeshymnen hatte sich meine Mutter im Laufe der Jahre ebenso gewöhnt wie an Verrisse. Völlig unvorbereitet traf sie die Rezension, die Künstlerin Aurora Zurobi sei inzwischen schlicht und einfach unbedeutend. Glaubst du, ich weiß nicht, wer eifrig dran gearbeitet hat, meine Ausstellung zu kaputtifizieren? Tut mir leid, dass deine Ausstellung durchgefallen ist. Aber selbst wenn Uma wirklich alle Kritiker beeinflussen wollte, Mamichi, wie hätte sie das machen sollen? Halte dich fern von dieser Frau. Sie ist wahnsinnig und sie lügt. Sie ist eine Blutsaugerin, die dein Blut liebt, nicht dich. Sie wird dich aussaugen wie eine Mango und dann den Kern ausspucken. Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Sie ist verheiratet und treibt es zurzeit nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit drei Liebhabern zugleich. Erstens mit Jimmy Cachondeliveri, zweitens mit deinem dämlichen Vater und drittens mein kleiner Pfau mit dir. Willst du die Fotos? Ich wusste es. Sie will uns auseinanderbringen. Ich habe es von Anfang an gewusst. Oma, du hast mir gesagt, deine Eltern sind tot. Deine Eltern leben aber noch. Und dein Onkel ist nicht dein Onkel, sondern dein Ehemann. Natürlich habe ich das gesagt. Aber das war doch eine Metapher. Eine Metapher für mein Leid. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mich verstehen. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mich nicht verhören, sondern das tun, was Liebende tun. Die glücklichsten 15 Monate meines Lebens begannen. Dann starb meiner. Meine Schwester starb, wie hätte es anders kommen können, an Atemnot. Sie hatte eine chemische Fabrik besichtigt, um sich vor Ort ein Bild von der Ausbeutung der Arbeiterinnen zu machen, als es in ihrer Nähe zu einer Explosion kam. Bewusstlos atmete Meiner das tödliche Gift. Nur wenige Monate zuvor war es ihr gelungen, Keke Kulatka hinter Gitter zu schicken. Jetzt, wo auch Meiner tot ist, müssen deine Mami und dein Daddy uns akzeptieren. Sie müssen sich damit abfinden, dass wir uns lieben. Aurora wird niemals... Sie wird müssen. Du wartest hier. Ich gehe jetzt zu ihnen und überzeuge sie. Und jetzt sei lieb. Und gib mir den Walkman. Nach Mitternacht kam Uma zurück. Voll Liebe. Es ist alles okay. Schlaf weiter, mein kleiner Moor. Wo ist der Walkman? Ach, der Bandsalat. Ich hab ihn weggeworfen. Mami, Daddy, schön euch... Was ist los? Von diesem Augenblick an bist du nicht mehr unser Sohn. Du bist enterbt. Du hast einen Tag, deine Sachen zu packen und zu verschwinden. Geh uns aus den Augen. Jaya. Lambachan, kann mir einer erklären, was hier los ist? Du solltest packen. Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Ich werde noch einmal zu ihnen gehen. Geh nicht, Oma. Bitte tu jetzt gar nichts mehr. Dann werde ich das Einzige tun, das du mir nicht verbieten kannst. Ich werde mich umbringen. Spiel jetzt nicht verrückt, Oma. Sie meint es ernst. Das ist kein Spiel. Sie meint es tatsächlich ernst. Ich bin nicht verrückt. Und wenn es deine ganze Familie weiterhin behauptet, ich bin nicht verrückt. Ich bin verliebt. Für die Liebe tut eine Frau alles. Ein Mann, der mich liebt, würde dasselbe tun. Kein Leben. Kein eigenes Leben mehr. Ich werde es tun. Mein Leben ist mir genommen. Lord Ram hat es mir gesagt, dass du ein tapferer Mann bist, dass du mich liebst und mich begleitest. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht für dich sterben, Oma. Wie sehr...
ich dich immer geliebt habe. Wie viel Leben. Und wie sehr ich dich immer lieben werde, schlucke ich meine Tablette zuerst. Nein. Wenn du Wort hältst, wirst du mir folgen. Unverzüglich. Ich warte auf dich. Oh, du meine Einzige. Nein. Unsere Köpfe stießen zusammen. Und beide Tabletten lagen auf dem Boden. Nicht, Uma, es ist Wahnsinn. Ich griff danach. Nicht, ich bin wahnsinnig. Doch es gelang mir nur, eine zu erwischen. Wenn du mich lieben willst, tu's. Dann hast du mich nie geliebt. Dann hast du bewiesen, du bist der Lügner, der Betrüger, nicht ich. Du bist das faule Ei. Siehst du? Mein Ei ist gut. Ist gut. Uma. Uma. Ich sank neben ihr auf die Knie. Bitter Mandelgeruch. Aufmachen, Polizei! Sind Sie zu Gobi? Ja. Sri Moraes zu Gobi? Marketing Manager der Baby Softo Talc und Powder Private Limited? Ja. Okay, ich verhafte Sie wegen Rauschgiftschmuggels. In diesem Moment fiel der Blick des Inspektors auf Omas Leiche. Wo bin ich? Na, wo schon, Stinkfeiner Sahib? Im Bombay Zentral, im Knast, im Bauch, im Darm der Stadt. Deswegen gibt's hier auch so viel Scheiße. Ich kenne Bombay Zentral. Einen Bau wie den hier habe ich nirgendwo gesehen. Dann lernst du eben jetzt sehen. Einzelhaft. Kotgestank. Moskitos. Pfützen. Stroh. Kakerlaken. Scheißeimer. Oh Gott. Mehlsuppeneimer. Sie dürfen meine persönlichen. Und Ratten. Au! Oh Gott. Erst Francisco, dann Irish und Camus, dann Aurora, meine Mutter, dann Meiner, meine Schwester und jetzt ich. Und was ist das? Atemfrisches Pfefferminz, was? Die Tablette hat sie mir gegeben. Sie wollte, dass wir gemeinsam Selbstmord machen. Gemeinsam Selbstmord. Dass ich nicht lache. Dann friss. Was? Ich sagte, friss. Sir, sie wird mich umbringen. Womit wir dann zwei Leichen hätten. Friss! Genau so habe ich mir das gedacht. Für die Lady Gift und für den Herrn am Pfefferminz. Also Mord. Ab mit ihm. Halte dich fern von dieser Frau. Sie ist wahnsinnig und sie lügt. Mein Liebling, weh. Fixi, Herz und runter. Kannst du doch tun, mein Liebling, wenn du das willst, brauchst du es doch nur zu sagen. Von diesem Augenblick an bist du nicht mehr unser Sohn. Geh uns aus den Augen. Nur eine brachte den Tod. Die andere einen Trepp. Warum, Oma? Oma, warum? Wolltest du mich sterben sehen? Auf deinem Trip. Genau das habe ich verdient. Genau das habe ich verdient. Genau das habe ich verdient. Schwimm, Moor, schwimm. Über die Grenze deines Atems hinaus, weit hinaus. Nur dann findest du Rettung an einem Gestade, dem einzigen Gestade, dem Gestade der Fantasie.
Komm, Baba. Zeig dein Glück zu suchen, wo immer es sein mag. Erstklassig. Gute Arbeit, Bocca. Lamba führt mich zu Mendag. Das kann nur heißen, er arbeitet für ihn. Er ist MA-Kader. Ein echter Maratha-Krieger. Schöne Mobai, Marathi Mobai, nicht wahr, Bocca? Sir, Skipper, Sir. Lamba. Was meinst du wohl, wem diese Stadt gehört? Ihr feinen Pinkel auf dem Malabar-Hill trinkt Whisky-Soda und redet von Demokratie. Unsere Leute aber bewachen eure Tore. Ihr glaubt sie zu kennen? Nichts wisst ihr, gar nichts. Eines Tages werden unsere Ideen Bombay in Brand setzen. Dann wird Malabar-Hill verbrennen und Ramratscha wird kommen. Mein lieber Bocca, hier auf deine Empfehlung hin habe ich alles in die Wege geleitet. Seine Mordanklage ist bereits fallen gelassen. Es war Selbstmord. Und beim Drogenproblem haben die Behörden Anweisung, sich an diese Großen zu halten, nicht an dieses kleine Licht. Ah, nun bist du dran, Bocca. Sir, Skipper, Sir, schlag mich, Baba. Was? Taub oder was? Hierhin, genau hierhin. Genau wie in den alten Zeiten. Okay. Nicht übel. Er hat mir erzählt, ein verkrüppelter Klumpen sei ein Hammer. Und weißt du was? Er hat recht. Ich habe... Und weißt du, warum du ihn geschlagen hast? Weil ich es gesagt habe. Und warum ist es okay? Weil er mir gehört, mit Leib und Seele. Und wie habe ich ihn gekauft? Indem ich mich um seine Leute kümmere. Essen, Trinken, Schule, Arzt, alles. Abraham Sugobi, C.G. Baba, Kike, Kolatka, die Sesuns, ja sogar Mutter Indira persönlich glauben sie seien an der Macht, aber sie tun nichts für den kleinen Mann. Und bald wird er ihnen zeigen, wie sehr sie sich irren. Und dich, Hammer, habe ich von den Toten auferstehen lassen. Von heute an bist du mein Zombie. Was wollen Sie von mir? Weißt du überhaupt, wer dein Daddy-G eigentlich ist, hoch oben in seinem COD-Tower? Und was weißt du über diesen muselmanischen Gangboss Scar? Nichts. Ja, dann wirst du es bald erfahren. Drogen, Terrorismus, Muslim-Mugals, Computer für Waffen, Bankskandale, Atombomben, Hiram. Wie ihr Minderheiten zusammenhaltet, wie ihr euch gegen Hindus zusammenrottet. Aber ihr werdet niemals siegen. Wir werden die Ska-Sugobi-Achse zerschlagen. Also, mein Hammer, mein Zombie, entscheide dich. Wirst du gerecht sein oder willst du gelinkt werden? Sir, Skipper, Sir. Wunderbar, willkommen im Team. Es gibt eine Menge Arbeit für deinen Hammer. Mendag war gegen Gewerkschaften für Streikbrecher, gegen berufstätige Frauen für Witwenverbrennung, gegen Armut für Reichtum, gegen vegetarische Küche für Fleisch, gegen Korruption des Kongresses für direkte Aktion. Das heißt für Prügel oder Schmiergeld. Gegen Grün, für Safrangelb. Gegen marxistische Gesellschaftsanalyse, das heißt Klassenkampf. Für hinduistische Tradition, das heißt Kastenunterschiede. Außerdem sang er Gazelle, rezitierte auswendig Urdu-Lyrik, Fes, Yosh, Iqbal und sprach von der Pracht des Fatehpur Sikri und dem mondbeschienenen Glanz des Taj. Ein undurchsichtiger Bursche. Ich will so sein wie er. Ich will sagen, was er sagt und tun, was er tut. Genau wie dieser Mann will ich werden. Wochen vergingen, Monate. Meine Probezeit ging zu Ende. Irgendein unsichtbarer Test lag hinter mir. Sag Namaskar zu Semi Asare. Er ist der Captain deiner Elf, der Tin Man. Seine rechte ist aus Stahl und seine linke Wange auch, der Tin Man eben. Klapp deinen Unterkiefer wieder zu. Zeit, dass du deinen weißen Dress anlegst und aufs Spielfeld hinausgehst. Ich gebe zu, ich habe zahlreiche Menschen zusammengeschlagen. In viele Häuser habe ich Gewalt gebracht, wie ein Postbote die Briefe. Ich habe meinen Job gemacht, wie und wann er erforderlich war. Mit großem Spaß. 10 Jahre lang war Tinman Hazaris 11 die Elite aller MA-Stoßtrupps. Nach 6-jähriger harter Feldarbeit fuhren wir die Ernte ein. Dr. Simmons' Partei errang bei der nächsten Wahl nur eine Handvoll Sitze. Die MA dagegen über 70. Mendak wurde Bürgermeister. Und die Textilarbeitergewerkschaft unterstützte bei der Wahl die Kandidaten der MA.
Nichts wirkt besser, als den Leuten handgreiflich zu zeigen, wer der Boss ist. Nadja, Wadja, you've gone far, ya. Wall of India has admired, ya. Wall of world you put in whirl, ya. Beat their girls for you were girl, ya. I will buy you a brand new card, ya. Let me be your bodyguard, ya. I love Nadja, Wadja, hard, ya. Hard, ya, Nadja, Wadja, hard, ya. I love... Ich war an der Liebe der Frauen nicht mehr interessiert. Als ich 30 wurde, war mein Körper 60. Keineswegs jugendliche 60. Und so habe ich Nadja Wadja nie berührt. Nadja war Schönheitskönigin. Miss Bombay, Miss India, Miss World. Meendak begehrte sie. Er begehrte sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie hatte, was ihm fehlte, um seinen Aufstieg in Bombay zu krönen. Sie hatte Glamour. Aber sie hatte auch Courage. Miss Vatya. Nadja. Shri Raman. Meiner Meinung nach sind Sie weniger ein Frosch als eine Kröte. Und ich glaube kaum, dass Sie sich, wenn ich Sie küsse, in einen Prinzen verwandeln werden. Nach Ihrer Wahl zur Miss World war Nadja ein Symbol. Ein Symbol für Indiens Stolz und Selbstbewusstsein. Meendak wollte sie nun um jeden Preis. Seine Ambitionen begannen, die Grenzen der Stadt Bombay und des Staates Maharashtra zu sprengen. Er gab sein Bürgermeisteramt auf und träumte davon, die nationale Bühne zu betreten. Mit Nadja an seiner Seite. Und noch jemand begann zu träumen. Sammy Hazare, Meendaks loyalster Lieutenant, halb Mann, halb Blechdose, machte einen schrecklichen Fehler. Er verliebte sich in Nadja. Oh. Oh. Perversität der Menschen ist größer als ihr Heldentum. Der 40. Jahrestag der Unabhängigkeit kam. Und Meendaks MA stellte die eindrucksvollste Ganesha Chaturthi aller Zeiten auf die Beine. Raman Fielding lud die neue Miss World als Ehrengast in seine VIP-Lounge ein. Und so stand er neben ihr, als seine Hooligan-Kader auf Lastwagen an der Ehrentribüne vorbeifuhren. Mit hoch ausgestrecktem Arm und flacher Hand. Und jetzt, Hammer, knöpfen wir uns deinen Daddy vor. So go wie uns ka, wir kommen. Ganapati Bappa Moria. An jenem Abend stürzte meine Mutter in den Tod. Ich hörte es in den Nachrichten. Immer noch bist du meine Mutter. Ich aber nicht mehr dein Sohn. Aurora da Gama Zugobi, 1924 bis 1987. Die Zahlen hatten sich über ihr geschlossen wie die Wellen des Meeres. Zwei Töchter tot. Und jetzt die Frau. Die dritte Tochter fort. Verloren an Jesus. Mein einziger Sohn verloren an die Hölle. Geliebte Frau, du bist nun fort. Hast mich zurückgelassen. Die Welt in meiner Hand. Krieg wird kommen. Ich werde ihn gewinnen, Aurora. Neue Ufer sind in Sicht. Ich werde sie erobern im Sturm. Ich folge dir nicht nach, Aurora, und stürze ab. Die Frommen freuen sich des Todes. Die Tür zum Gemach von Gottes Herrlichkeit. Doch dieses Gemach ist leer. Die Ewigkeit ist hier auf Erden. Nur kann man sie nicht kaufen. Ich werde mich dem Tod entziehen. Unsterblichkeit ist Dynastie. Ich brauche meinen Sohn. In Raman Fieldings Haus, in meinem Bett, tief unter mein Kopfkissen geschoben, fand ich Abrahams erste Nachricht. Rennbahn, Sattelplatz. Vor dem dritten Rennen. Eine Nachricht in Meendaks Hauptquartier.
Alle Achtung, Dedici. Dein Arm ist ganz schön lang inzwischen. Aber nicht für mich, Daddy. Ich gehe nicht hin. Ohne Mendak zu informieren, ging ich hin. Nimm das Päckchen. Ich brauche eine Antwort. Bald. Umas Walkman. Wieso gibt ihr mir Umas Walkman? Moment. Moment mal. Es ist alles okay. Schlaf weiter, mein kleiner Moor. Wo ist der Walkman? Ach, der Bandsalat. Ich habe ihn weggeworfen. Uma. Von diesem Augenblick an bist du nicht mehr unser Sohn. Geh uns aus den Augen. Doch. Es ist wahr. Nur gespielt. Nur gespielt. Nur gespielt. Du hast mit mir nur gespielt. Sechs Jahre Aurora. Sechs Jahre Abraham. Und 12 Jahre Moor. Verloren. Halte dich fern von dieser Frau. Sie ist wahnsinnig und sie lügt. Mutter, kannst du mir verzeihen? Nimm das Päckchen. Ich brauche eine Antwort. Bald. Ja, Vater. Bald. Ich schreibe alles auf, alles. Ich unterwerfe mich deinem Urteil. Ich fand eine zweite Nachricht. Wieder unter meinem Kopfkissen. Und einen Schlüssel, der mir die Hintertür zum Cachon de Leveri Tower und zum Privatlift meines Vaters in den 31. Stock öffnete. Als Junge hast du mich verlassen. Als Mann kommst du zurück. Früher hast du deine Mutter mehr geliebt. Das kann ich verstehen. Mir ging es genauso. Nun bin ich an der Reihe. Wir sind an der Reihe. Nun kann ich dich fragen, ob du mit mir zusammenarbeiten willst. Große Dinge stehen bevor. Dieser Fielding, wer ist das schon? Ein Insekt, ein Frosch. Ich sehe, den Hund hast du behalten. Irish alten Jawaharlal. Zur Erinnerung. Manchmal gehe ich mit ihm an der Leine spazieren. Ich habe hier oben einen kleinen Garten. Du wirst alles kennenlernen. Und so kehrte ich zu Mendak zurück. Von nun an wird er mich beobachten. Mein erster Fehler wird mein letzter sein. Ich bin Teil eines Schlachtfeldes. Und die beiden sind der verdammte Krieg. Sammy Hazare schaute mich bei meiner Rückkehr so vielsagend an, dass ich sofort ahnte, wessen Hand die Nachrichten unter mein Kopfkissen geschoben hatte. Der Tin Man? V-Mann meines Vaters. Sammy der Christ, verführt von Abraham dem Juden. Moor, gib acht. Aus Spanien kam die Nachricht, der namhafte und exzentrische indische Maler Vasco Miranda, gegenwärtig Einwohner des andalusischen Dorfes Benajeli, früher Lieblingsdorf des Generalissimo, sei verletzt worden. Beim Versuch, einen ausgewachsenen Elefanten von unten zu malen. Das Zimmer verändert sich nicht von selbst, Moa. Du machst das. Du machst das im Schlaf mit deiner dritten Hand. Vasco. Vasco Miranda. Des Mauren letzter Seufzer. Das Porträt meiner Mutter. Das Bild ist doch vor langem zerstört worden. Nicht zerstört, nur übermalt. Vascos weinender Reiter lässt sich abtragen, dann haben wir Aurora wieder. Abtragen, sagst du?
Wäre das möglich? Es gibt Experten. Aber das Bild gehört Baba. Will der alte Bastard überhaupt verkaufen? Ich denke, du kennst seinen Preis. So, Gobi, CJ da? Arre, CJ, warum versteckst du dich vor deinen Freunden? Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr... Was? So lange? Der Künstler als Bob Dill, der Glücklose, El Zugobi, letzter Sultan von Granada, wie er endgültig die Alhambra verlässt. Wir werden sie wieder haben. Ihr jüngeres Ich wird uns wiedergeboren. Ich habe ein Doppelporträt bestellt. Wo zum Henker ist Ina? Wo ist Ina? Das ist doch plattester Naturalismus. Außerdem wird Ina nicht gestillt. Ach so. Ina wird nicht gestillt. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Eine Anwesenheit und eine Abwesenheit. Eine Fülle und eine Leere. Gestohlen. Letzte Woche. Aus seiner Villa. Sie fehlt dir? Ja. Sie hat sich oft nach dir gesehnt und wollte dich zurück. Doch jedes Mal, wenn... Sie konnte diese Szene nicht vergessen. Nicht mal jetzt findet sie Ruhe. Sie findet keine Ruhe? Ihr Geist geht um, verlangt Vergeltung. Ich verstehe nicht. Es war kein Unfall. Das war Mord. Bist du sicher? Mir fehlt noch der Beweis. Aber es war Fielding. Ich spüre es. Warum? Ein abgeblitzter Frosch. Deine Mutter war keine Heilige. Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sie hat so ziemlich alles ausprobiert, was Hosen trug. Aber ohne Ausdauer. Die Hölle kann nicht schlimmer sein als ein abgeblitzter Frosch. Quod erat, verdammt nochmal, Demonstrandum. Mein kleiner Moor kann noch nicht schlafen. Dann erzählt dir deine Mamici eine Geschichte. Die Geschichte vom Skorpion und vom Frosch. Eines Tages saß ein Skorpion an einem breiten Fluss. Lieber, lieber Frosch, kannst du mich über das Wasser tragen? Es ist so breit, es ist so tief. Ich werde dich auch ganz bestimmt nicht stechen. Versprichst du es mir? Fragte der Frosch. Ich verspreche es dir, antwortete der Skorpion. Gut, dann darfst du dich auf mich setzen. Und der Skorpion setzte sich auf den Frosch. Als sie in der Mitte des Flusses waren, stach der Skorpion zu. Und während sie beide ertranken, sagte der Skorpion, »Entschuldige, lieber, lieber Frosch, aber ich konnte nicht anders. Ich bin eben so.« Abraham war zäher als der Frosch. Meine Mutter stach ihn, weil sie eben so war. Aber er ertrank nicht. Er hatte schon immer um hohe Einsätze gespielt und schon als junger Mann seinen ungeborenen Sohn gesetzt. Abraham, der geborene Zocker. Der Jude, dem es gelang, alle Muslim-Gangs der Stadt zu vereinen. Der Boss aller Bosse. Dada alla Dadas. Capo di tutti capi. Freispruch. 100%. Einwandfreies Gesundheitszeugnis. Beide Hände peinlich sauber. Wer mich in den Dreck ziehen will, muss früher aufstehen. Für Mendak war Abrahams Freispruch im Baby-Softo-Drogenskandal ein schwerer Schlag. Capo di tutti capi. Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Und so erfuhr ich, Abrahams COD-Corp war einer der Hauptfadenzieher der Hassana Bank International. Das erste Finanzinstitut der Dritten Welt, das es mit großen Westbanken aufnehmen konnte. Die alten Zeiten, in denen man einer voll amputierten Wirtschaft einen Dollar-Bypass verpasste, sind vorbei. Ich kann diesen ganzen sentimentalen Brüder der Dritten Welt halte zusammen Quatsch nicht mehr hören. Dollar, D-Mark, Schweizer Franken, Yen, lasset sie zu mir kommen. Jetzt schlagen wir sie mit ihren eigenen Waffen. Das heißt mit Kernwaffen. Der Hassana Bank International größtes Geschäft, die Finanzierung und verdeckte Produktion geheimer Kernwaffen. So näherte sich Abrahams unsichtbare Stadt, von unsichtbaren Menschen gebaut, um unsichtbare Geschäfte abzuwickeln,
ihre Apotheose. Sie baute eine unsichtbare Bombe. Im Mai 1991 katapultierte eine allzu sichtbare Explosion in Tamil Nadu Mr. Rajiv Gandhi auf die Liste der ermordeten Toten seiner Familie. Und Abraham Zugobi wählte diesen schrecklichen Tag, um mich in die Existenz seines H-Bomben-Projekts einzuweihen. Wir brauchen dringend einen FPS. Einen Floating Point System Computer mit WAX-Auswertung. Die Kiste kann 76 Millionen Rechenschritte pro Sekunde. Und die braucht man für die komplizierten Waffenlenkprogramme. Das Problem, mein Sohn, im Augenblick ist, von diesen Kisten gibt es auf der ganzen Welt weniger als 2 Dutzend. Und 20 davon stehen in den USA. Wir müssen also an einen der 2 oder 3 anderen ran. Und ich weiß schon, wie wir das hinkriegen. Ich will nicht. Ich nehme an, du weißt auch, wen alles diese Bombe in noch kleinere Stücke zerreißen soll als den armen Rajiv. Hältst du dich inzwischen für Gott? Ich bin Geschäftsmann. Was getan werden muss, das tue ich. Yahweh, ich bin da. Entschuldige, aber soeben wird mir klar, dass ich Jude bin. Fehlt nur noch, dass du eine Jamulka trägst und einen Gebetsriemen. Was willst du noch? Hebräischunterricht? Ein One-Way-Ticket nach Jerusalem? Ich bin kein Engel. Dennoch habe ich mich geweigert, am Bau der islamischen Bombe mitzuarbeiten. Eine gewisse Distanz schlich sich in unser Verhältnis. Abraham begann sich anderswo nach Unterstützung umzusehen. Er fand sie bei Adam Braganza, einem 19-Jährigen. Mit Ohren so groß wie Satellitenschüsseln vom Star-TV. Braganzas Aufstieg im Konzern war steil und schnell. Es war ein Wunder, dass er vom vielen Katzbuckeln keine Querschnittslähmung davontrug. Braganza hat enorme Kenntnisse in neuester Kommunikations- und Informationstechnologie. Ich habe ihm angeboten, sich unserer Siudi-Familie anzuschließen. Und zwar auf der Vizepräsidentenebene. Mit besonderer Verantwortung für Innovation und Corporate Behavior. Moderne Zeiten. Also auch eine moderne Sprache. Wundervoll. Dieser Anfänger ist zwar noch nicht trocken hinter den Ohren, aber er macht dem ganzen Laden schon Beine. Innerhalb weniger Monate stieg die COD Corp ins Computergeschäft ein. Ganz zu schweigen von Kabel, Glasfaseroptik, Satelliten, Telekommunikation. Diese Eingeborenen mit ihrem Gerede von der Herrschaft Rams, Hinterwäldler. Nicht Ram Raja, sondern Ram Raja. Das ist unser Ass im Ärmel. Nicht Ram, sondern Ram. Random Access Memory. Abraham hat recht. Ich bin aus der Mode. Zu schnell geboren, zu schnell alt geworden. Und unterwegs brutal. Ich blicke zurück und sehe nur verlorene Liebe. Wenn ich vorwärts blicke, sehe ich nur Tod. Mach nicht so ein verdammt miese, petriges Gesicht. Weißt du, was du brauchst? Eine Frau. Eine gute Frau, die dir die Sorgenfalten von der Stirn vertreibt. Sagen wir, Miss Nadia Wadia. Nadia Wadia, you've gone far, ya. Wall of India has admired the wall of world you put in world, ya. Beat the girls for Es gab eine neue Miss Bombay, eine neue Miss India und bald würde es eine neue Miss World geben. Nadia Wadia war inzwischen eine Story von gestern. Ihr Lied wurde weder im Radio noch in MTV gespielt. Mit 18 war Nadia passé, aus der Bahn geworfen, pleite. In diesem Moment griff Abraham Zugobi ein. Er bot ihr und ihrer Mutter eine Luxuswohnung am Südende des Kolaba Causeway und eine großzügige Apanage. Ich frage mich, Nadia Wadia, was wird dieser großzügige Sir für eine solche Gefälligkeit verlangen? Vielleicht etwas, was Nadia Wadia gar nicht zu geben bereit ist. Nicht einmal dem großen Abraham Zugobi persönlich. Liebe Miss Wadia, ein Unternehmen wie die Siudi Corp braucht für die Öffentlichkeit ein freundliches Gesicht. Verstehen Sie? Sehen Sie mich an. Bin ich nicht ein grässlicher alter Mann? So kam es, dass Nadia Wadia, vor der Gosse gerettet,
zum Gesicht der COD Corp wurde. Abraham einen weiteren Sieg über Raman Fielding errang und der Nadia Wadia Song als hämmernder Tanz-Remix neu aufgenommen in die Top Ten von Masala Television zurückkehrte. Abraham hat Nadia nie berührt, war stets perfekter Gentleman. Doch jetzt, aus heiterem Himmel, hatte er sie mir angeboten. Als habe er das Recht, sie zu verschenken. Ihr Vater war so gut zu uns. Aber, hochverehrter lieber Herr, meine Nadia verdient doch wirklich Kinder. Ist Nadia Wadia Ihnen vielleicht schon irgendwo begegnet? Das Problem, meine Damen, ist doch, sie leben beide unter der Protektion eines der mächtigsten Männer Indiens. Wenn sie sein Angebot, mich zu heiraten, ausschlagen, wird der alte Herr höchstwahrscheinlich seine schützende Hand abziehen. Und von da an hilft ihnen keiner mehr. Allein schon aus Angst, den großen Sogobi zu verärgern. Keiner. Außer vielleicht einem gewissen Gentleman, der seine Werke früher mit der Zeichnung eines Frosches zu signieren pflegte. Mrs. Mainduck? Niemals. Lieber bitte ich Fadia Wadia, mit mir von der Veranda zu springen. Schon gut, schon gut. Ich habe eine bessere Idee. Eine Scheinverlobung. Eine Scheinverlobung? Ach, Nadia Wadia, wie unhöflich wir sind. Dein gut aussehender Verlobter macht uns einen Besuch und wir haben ihm noch nicht einmal ein... Bombay war zentral. War vom ersten Moment seiner Entstehung Mischlingskind einer portugiesisch-englischen Ehe. Und dennoch die indischste aller indischen Städte. In Bombay trafen sich sämtliche Indien und vermischten sich. Und in Bombay traf sich ganz Indien mit dem, was nicht Indien war. Alles nördlich von Bombay war Nordindien, alles südlich der Süden. Im Osten lag Indiens Osten und im Westen der Westen der Welt. Bombay war zentral. Als der alte Gründungsmythos der Nation verblasste, wurde in Bombay das neue Gott und Mammon Indien geboren. Der Reichtum des Landes floss durch seine Börsen und Häfen. Alle, die Indien hassten, alle, die es ruinieren wollten, mussten zuerst Bombay ruinieren. Das ist eine Erklärung für das, was dann geschah. Bombay war zentral. Und deswegen hatte das, was dann geschah, seine Wurzeln in Bombay. Hi, hi, hi. See you later, Adam. Dimple. Simple, hi. Pimple, fantastisch, euch wiederzusehen, Mädels. Bonjour, Kalidasa, wie immer den 62er. Nun, also Moor, mein Lieber. Es ist dir doch recht, wenn ich dich Moor nenne, okay? Okay, 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 okay. Hi, zauberhaft. Hi, Harish, hi. Wie geht's? Stürz dich ab OTCI. Later, tut mir leid, Mo, entschuldige, jetzt hast du meine absolut ungetan. Kissy, kissy. Hi, hi. See you later, Adam. Ach, bringen Sie uns doch einfach, was Sie für richtig halten. Aber bitte keine Butter, nichts Gebratenes, kein fettes Fleisch, keine Kohlenhydrate und Vorsicht mit den Auberginen. Endlich, Bruder. Was für wundervolle Zeiten werden wir haben. Spaß, Spaß, Spaß. Fun, fun, fun. Hi, hi, hi. Hi. See you later, übrigens, wie ich höre, warst du mal ein ganz heißer Schläger. Hi. Verdammt selten bei euch Judenbengels. Ich dachte immer, ihr seid kurzsichtige Bücherwürmer und Mitglieder der internationalen Weltbeherrschungsverschwörung. Ein Witz, Bruder. Ein Witz. Guck mich nicht so an. Merkst du nicht, wenn jemand einen... Hi, Matu, Rutschi. Hi! Mann, wahnsinnig, euch wieder mal zu sehen, Mädels. Darf ich euch meinen großen Bruder vorstellen? Ich habe mal eine Frau gekannt, die war genau wie du. Oh Mann, du musst wirklich noch viel lernen. Nun, wenn einer von uns beiden sich so sehr bemüht, sehe ich nicht ein, warum der andere von uns beiden so verdammt beleidigend sein muss. Du hast da wirklich ein Problem mit deinem sozialen Outfit, Brüderchen. Törichtes Verhalten? Wie ich höre, hast du dich außerdem mit Daddy G angelegt. In deinem Alter? Mann, Mann, Mann. Törichtes Verhalten.
tödlicher Karriereschachzug. Nadja, Wadja, Jukon, Fardja, all of India has admired her. All of world you put in Verlia, Peter goes for you, Virgolia. I will you a brand new cardia. Let me be your bodyguardia. Let me be your bodyguardia. Oh, let me be your bodyguardia. What is under my coolie? What is under my blouse? What is under my blouse? Titten! Titten hat sie unter ihrer beschissenen Blouse. Was denn sonst? Partyballons? Früher einmal waren Sammy und ich Freunde gewesen. Mit unserer jeweils einen Hand waren wir Blutsbrüder und hatten jahrelang die Stadt in Atem gehalten. Während Hirendre zu Hause blieb wie ein eifersüchtiges Eheweib und kochte. Nun aber gab es Nadja. Und Sammy war drauf und dran, mir den verhassten Kopf von der Schulter zu blasen. Früher war der Tin Man Raman Fieldings Kana Nummer 1. Sein Superskipper. Dann aber hatte Mendak befohlen, das Mädchen zu terrorisieren. Und Sammy hatte den Aufstand geprobt. Muss dich leider gehen lassen, Kumpel. Kein Mann ist größer als das Spiel, nicht wahr? Und du hast angefangen, eigene Regeln aufzustellen. Sir, nein, Skipper, Sir. Sir, Ladies und Kinder sind keine Spielpartner. Sir. Cricket hat sich verändert, Tin Man. Wie ich sehe, gehörst du noch zur Gentleman-Ära. Aber inzwischen, Sammy Boy, herrscht Krieg. Antera heißt Finsternis. Und zu Hause in Anteri saß Sammy Tinman Hazare stundenlang in tiefem, finsteren Trübsinn. Geteilte Loyalität war für Sammy nie ein Problem. Aber überhaupt keine Loyalität. Jetzt spiele ich für mich. Nur für mich. Okay, ich kann Nadja nicht haben. Warum sollte sie ein anderer haben? Mein Haus stürzt ein. Warum sollen anderer Leute Villen und Hochhäuser stehen bleiben? Ich werde es tun. Stantes können es besorgen. Erstklassig und für Stammkunden zum Discountpreis. Wie viel? Keine Ahnung. Ich habe Gold gespart. Und eine schöne Stange Bargeld auch. Und du hast auch was auf der hohen Kante. Willst du, dass ich im Alter hungere? Für uns gibt's kein Alter. Bald werden wir nur noch Feuer sein wie die Sonne. Mein Bruder und ich aßen nie wieder zusammen. Und auch für unseren gemeinsamen Vater waren die guten Zeiten so gut wie vorbei. Aurora war bereits in den Abgrund gestürzt. Und nun wurde es Zeit für Abraham. Adams Aufnahme in die Familie löste nämlich eine Kettenreaktion aus, die sogar den großen Abraham aus seinem Adlerhorst herunterholte. Zunächst wurde der Großfinanzier Crocodile Nandi unter der Anklage der Ministerbestechung verhaftet und vor Gericht gestellt. Mit ihm wurde Shri Adam Sogowi verhaftet. Er hatte einige Koffer mit riesigen Mengen gebrauchter, nicht fortlaufend nummerierter Banknoten in Villen verschiedener Prominenter getragen und dort, wie sein Verteidiger vor Gericht formulierte, zufällig vergessen. Die Nachrichten der Ministerbestechung durch Chefs der Hassana International Bank von ihrer Zusammenarbeit mit terroristischen Organisationen, von ihrer Unterschlagung spaltbaren Materials begannen gerade an die Ohren der ungläubigen Öffentlichkeit zu dringen, als man Adam Segovis Name auf einer Reihe gefälschter Frachtbriefe fand, mit deren Hilfe ein gestohlener Supercomputer aus Japan an einen ungenannten Ort im Mittleren Osten geschmuggelt werden sollte. Die Aktien der Saudi Corp stürzten ab. Und als sogar Abraham, Boss aller Bosse, wegen seiner Verbindung zum organisierten Verbrechen, wegen seiner Drogen- und Schwarzgeldgeschäfte angeklagt wurde, brach sein Imperium zusammen. Ich bin nicht hier, hohes Gericht, um eine Rolle in einem Remake des Paten zu spielen. Fragen Sie, wen Sie wollen, von Cochin bis Bombay, wer Abraham Sogowi ist. Man wird Ihnen überall sagen, Abraham Sogowi ist ein Gentleman im Pfeffer- und Gewürzhandel. Und hiermit erkläre ich aus tiefster Seele, das ist alles, was ich im Grunde meines Herzens bin. Mein ganzes Leben hat sich um den Gewürzhandel gedreht.
Der Angeklagte wird gegen eine Kaution von 10 Millionen Rupien auf freien Fuß gesetzt. Die Sitzung ist geschlossen. Als freier Mann kehrte Abraham in sein Elefanta zurück, in sein sterbendes Shangri-La. Es gab doch noch ein paar Stellen, die sein langer Arm erreichen konnte. Es war Mord. Auroras Tod war kein Unfall. Jetzt habe ich den Beweis. Wer war's? Main Duck. Er gab Chatkan Pfeifende bald den Mordauftrag. Sammy Azare hat's unter Eid ausgesagt. Aber warum? Ich lag richtig. Das Motiv war Sex. Und Rache. Ein kleiner, hypodermischer Pfeil, abgeschossen in ihren Hals. Bei all ihren Verletzungen durch den Sturz ist das kleine Loch gar nicht aufgefallen. Wie soll das gehen? Viel zu weit für ein Blasrohr und viel zu hoch. Daneben meine Armbrust. Die Einzelheiten stehen in Sammys Aussage. Ich fürchte, vor Gericht wird sie nicht standhalten. Muss sie auch nicht. Das werden wir weder einem Richter noch Geschworenen überlassen. Blut verlangt nach Blut. Bade meinen Körper im roten Springbrunnen meiner Mörder. Erst dann werde ich in Frieden ruhen. Das werde ich tun, Mutter. Die Moschee in Ayodhya wurde zerstört. Buchstabensopisten oder fromme Befreier des heiligen Ortes fielen in Schwärmen über die Babri Masjid-Moschee aus dem 17. Jahrhundert her. Safrangelbe Fahnen wurden geschwungen und Tunes gesungen. Tage später zerschlugen Muslime im gerechten Zorn Hindu-Tempel und mordeten Hindus. Einer des anderen Pest. Wir müssen jeden durchsuchen. Das gilt auch für dich, Hammer. Befehl vom Skipper. Klar. Okay, so. Ist ja heute wie in alten Zeiten. Der Tinman war auch schon da und hat einen Besuch mitgebracht. Ich glaube, er hat gehofft, der Skipper nimmt ihn wieder, aber der Skipper ist ein sturer Bock. Schade. Ich hätte Sammy gern mal wieder gesehen. Er ist mit Pfeifende Beid weg. Sie wollen die Luft aus ein paar Gläsern lassen. Tja, komischer Veteranentag heute. Was willst du hier überhaupt, ne? Nur für Skippers Ohren. Kommt nicht in Frage. Dann badest du es eben aus, wenn er es erfährt. Sir? Skipper, Sir. Hier draußen steht Hammer. Okay. Rein mit dir. Hammer! Hammer! Als was kommst du heute? Als Abgesandter deines Vaters oder als ein Judas? Als Abgesandter. Na dann schieß los. Nur für deine Ohren, nicht für deine Mikrofone. Na, dann komm näher. Aurora, gib mir Kraft, denn ich bin alt inzwischen. Komm näher, mein Liebling. Nur dieses Mal noch, dieses einzige Mal. Gib mir meinen Hammerschlag. Flüstere mir süße Nettigkeiten ins Ohr. Vom Schreibtisch her starrte mich sein grünes Froschtelefon an. Pfeilschnell schoss Mendags Linke vor, packte mich bei den Haaren und zog mich zu ihm herunter. Was hast du auf dem Herzen, Hammer? Hilf mir, Aurora, hilf! Mendag hatte mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Hilf mir, Aurora, hilf! Meine Rechte, meine einzige Waffe, konnte ihr Ziel nicht mehr erreichen. Ja? Mein kleiner Hammer, Aurora! Im Stolpern stieß meine Linke gegen das Telefon. Die Nachricht ist von meiner Mutter! Erstmal nicht stören. Der Skipper macht ein Nickerchen. Alles klar, Hammer. Wer schnappt dich zuerst, Moor? Die Polizei oder Pfeifende Beid? Der Inspektor wird sich freuen. Noch eine Leiche, Mr. Tokobi? Wie unvorsichtig.
und Pfeife in der Bein. Pfeife in der Bein. Feuer. Ein riesiges Feuer. Aus Meendags Haus. Ist ja heute wie in alten Zeiten. Der Tinman war auch schon da und hat einen Besuch mitgebracht. Sammy. Dein letzter Besuch. Sammy, du Bombe, wie hast du es geschafft? Sie filzen jeden. Na klar. Klar, Tin Man. Die Bombe war in deiner Eisenhand. Verschwinde. Und zwar pronto. Und komm nie wieder. Im Augenblick bist du noch nicht verhaftet. Also verschwinde. Und wie geht's hier weiter? Dein Bruder wird im Gefängnis verfaulen. Alles geht zu Ende. Auch ich bin am Ende. Vasco Miranda hat einmal gesagt, das hier sei nicht das richtige Land für uns. Hat er recht? Sind deine Papiere in Ordnung? Ja. Dann geh und frag ihn selbst. Bei ihm findest du auch die gestohlenen Bilder. Du glaubst? Ja, wer denn sonst? Zieh los und such sie. Such dein Palästina, dein Moristan. Und nimm den verdammten Köter mit. Es war sein letzter Befehl. Bombay explodierte. 300 Kilo Sprengstoff gingen hoch. King, ein Bus voller Schulkinder. King, das Air India Hochhaus. King, Züge, Villen, Hafenanlagen, Filmstudios, Fabriken, Restaurants. King, King, King. Börsen, Bürohochhäuser, Krankenhäuser und Elefanta. King. Die Eltern Mount Road und ihre Sisters auf Maria Gratia Plena. King. Und mit ihnen Minnie, meine letzte lebende Schwester. King. Die Stadt lag im Sterben. Mein Körper auch. Na und? Was kommen sollte, kam. Ja? Sir, hier sind zwei Verrückte rein. Der eine mit einer Eisenhand. Ja und? Na, sie haben Sprengstoff am Körper. Beide, überall, an den Armen, an den Beinen, am Rücken. Sie sind im Lift nach oben, Sir. Keine Panik. Räumen Sie das Gebäude. Abrahams letzte Worte. Zuletzt regnete Abrahams Garten wie ein himmlischer Segen auf alles herab. Importierte Gartenerde, englischer Rasen, Krokusse, Narzissen, Rosen, vergiss mein nicht. Bäume stiegen graziös in den Himmel, bevor sie wie Sporen auf die Erde niedersanken. Noch tagelang segelten die Federn unindischer Vögel durch die Luft. Pfefferkörner, Kümmel, Zimt, Kardamom tanzten auf Straßen und Bürgersteigen. Abraham hatte immer Gewürzsäcke aus Cochino um sich gehabt. Manchmal, wenn er allein war, tauchte er voll Sehnsucht seine Arme in die duftenden Tiefen. Schwarzkümmel regnete auf Bombay herab, Koriandersamen. Vor allem aber schwarzer Pfeffer. Das schwarze Gold von Malabar, auf dem sich vor langer Zeit ein junger Exportbuchhalter von einem 15-jährigen Mädchen zu einer gepfefferten Liebe hatte verführen lassen.
Ich komme mir vor wie auf einer Zeitreise. Eine Reise in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Das weiß ich nicht. Viele Passagiere haben dieses Gefühl, Sir. Ich erkläre Ihnen immer, keins von beiden ist der Fall. Vergangenheit und Zukunft sind Zeiten, in denen wir den größten Teil unseres Lebens verbringen. An Bord der Air India erleben Sie das verwirrende Gefühl, für ein paar Stunden in der Gegenwart gelandet zu sein. Darf ich Ihnen noch einen Rioja bringen? Auch gerne. Übrigens, was für ein entzückend ausgestopfter Hund. Er heißt Jawaharlal. Ich habe zu Hause eine Sammlung ausgestopfter Vögel. Und aus der Südsee einen echten Schrumpfkopf. Schwimm, Moor, schwimm. Zieh los und such sie. Zieh los und such sie. Schwimm, Moor, schwimm. Such dein Palimstina, dein Morissa. Schwimm, Moor, schwimm. Und nimm den verdammten Köter mit. Über die Grenze deines Atems hinaus. Weit hinaus. Nur dann findest du Rettung. An einem Gestade. Dem einzigen Gestade. Dem Gestade der Fantasie. Ihren Ausweis bitte. Mr. Zogobi, Sie verbringen hier Ihren Urlaub, ja? Ja. Dann lassen Sie sich auf keinen Fall unsere Sehenswürdigkeiten entgehen. Ich hoffe, ein paar Bilder von meiner Mutter zu sehen. Das erstaunt mich. Nicht meiner Mutter, sondern von meiner Mutter. Das verstehe ich nicht. Sie ist tot. Das ist furchtbar. Möglicherweise werden Sie dann nicht viel Zeit für unsere Sehenswürdigkeiten haben. Vermutlich nicht. Und der Hund? Das ist der ehemalige Premierminister von Indien. Ausgestopft. Na, dann zeigen Sie ihm doch mal die Schönheiten Andalusiens. Nach Benengeli. Zieh los und such sie. Zieh los und such sie. Such dein Palimstina, dein Morissa, dein Morissa. Und nimm den verdammten Köter mit. Zieh los und such sie. Zieh los und such sie. Vasco Miranda hat einmal gesagt, das hier sei nicht das richtige Land für uns. Hat er recht? Sind deine Papiere in Ordnung? Ja. Dann geh und frag ihn selbst. Bei ihm findest du auch die gestohlenen Bilder. Du glaubst? Ja, wer denn sonst? Zieh los und such sie. Such dein Palimstina, dein Moristan. Und nimm den verdammten Köter mit. Sehen Sie? Obwohl die Straßen hier in Benengeli sehr belebt sind, sind die Augen derer, die sie beleben, leer. Es mag Ihnen schwerfallen, diese verlorenen Seelen in Ihren Krokoschuhen und Sporthemden mit dem Krokodil zu bemitleiden, aber Mitleid ist genau das, was hier am Platze ist. Denn diese Blutsauger befinden sich bereits in der Hölle. Wo? Sie sehen müde aus, Sir. Gestatten Sie mir, Sie zu einem Kaffee einzuladen und Ihnen als Fremdenführer zu dienen. Mein Name ist Gottfried Helsing. Zwei Kaffee und zwei von dadurch. Mein Name ist... Es fällt schwer, dem Leben die Heftigkeit zu vergeben, mit der die großen Maschinen dessen, was da ist, die Seelen jener niederdrücken, die da sind. Verzeihen Sie mir bitte, wie ich sehe, sind Sie ein Mann, der zu kontemplativem Leben neigt. Ich habe eine lange Reise hinter mir und sie ist noch immer nicht beendet. Vor mir liegen Aufgaben, die mir den Luxus eines Plauderstündchens leider... Sehen Sie den Mann da drüben? Das war einmal der Bürgermeister von Benengeli. Während des Bürgerkriegs schloss er sich jedoch den Republikanern an, zusammen mit den Männern von Erasmo. Kennen Sie Erasmo? Bitte, ich bin ziemlich... Nach dem Kriege wurden Männer wie er, die gegen Franco waren, in der Schule von Erasmo zusammengetrieben und erschossen. Also beschloss er, sich zu verstecken.
In seinem Haus gab es hinter einem Schrank einen winzigen Alkoven, in dem er seine Tage verbrachte. Bei Nacht, wenn seine Frau die Läden geschlossen hatte, kam er heraus. 30 Jahre ging das so, bis zur Generalamnestie. 30 Jahre im Versteck, was für eine Qual. Nichts im Vergleich zu dem, was geschah, nachdem er wieder aufgetaucht war. Ihr Kaffee, Senior. Danke. Alle Überlebenden seiner Generation in Benengeli waren Phalangisten gewesen. Und die weigerten sich, mit ihrem früheren Feind auch nur ein einziges Wort zu wechseln. So ist auch er ein wurzelloser Fremder geworden. So wurde er für seine Prinzipientreue belohnt. Verzeihen Sie mir, aber ich bin sehr erschöpft. Könnten Sie mir kurz den Weg zu Vasco Mirandas Haus beschreiben? Auch mir wurde ähnlicher Lohn zuteil. Als die Nazis an die Macht kamen, floh ich aus meiner Heimat und bereiste mehrere Jahre Südamerika. Von Beruf bin ich nämlich Fotograf. In Bolivien habe ich einen Bildband über die Schrecken der Zinnminen gemacht. Und in Argentinien habe ich Eva Perón fotografiert. Doch nach Deutschland bin ich nie wieder zurück. Es hat mich zutiefst berührt, wie sehr seine Kultur durch das, was geschah, vergiftet wurde. Das Fehlen der Juden habe ich als unendlichen Verlust empfunden, obwohl ich selbst kein Jude bin. Ich bin Halbjude und kann... Schließlich bin ich in reduzierter Finanzlage in Benengeli gelandet. Hier ist es mir möglich, mit meiner schmalen Pension ein einfaches Leben zu führen. Als die Parasiten hier hörten, dass ich Deutscher bin und Südamerika bereist habe, begannen sie mich der Nazi zu nennen. Und so heiße ich auch heute noch. Das ist der Lohn für ein Leben in Opposition. Mit den Parasiten rede ich nicht mehr. Ich rede mit überhaupt keinem mehr. Sie hier zu treffen und mich mit Ihnen zu unterhalten, ist ein seltenes Vergnügen für mich, Sir. Und Vasco Miranda? Es besteht für Sie nicht die geringste Möglichkeit, Senior Vasco Miranda zu sprechen. Ich hatte gehofft, Sie hätten meinen Wink verstanden, als ich Ihre Frage nicht beantwortet habe. So muss ich Ihnen mit Don Quixote offen sagen, Sie suchen die Vögel dieses Jahres in einem Nest vom letzten Jahr. Vor kurzem hat eine junge Frau nach ihm gefragt. Sie hat nichts erreicht. Was für eine Frau? Wie lange ist das her? Einfach eine Frau. Wie lange ist das her? Nicht sehr lange. Woher wollen Sie wissen, dass sie nicht zu ihm gelangt ist? Weil niemand zu ihm gelangt. Hören Sie nicht zu? In diesem Haus stagniert alles. Sie ziehen die Uhren auf, aber die Zeit bleibt stehen. Der große Turm ist seit Jahren verschlossen. Man sagt, der Staub in den Turmzimmern... Mir egal, was man sagt, ich muss ihn sprechen. Ich werde ihn anrufen. Das Telefon hat er schon vor Jahren abschalten lassen. Bitte, Senor, verzeihen Sie, dass wir uns einmischen. Wir haben zufällig Ihr Gespräch gehört. Dieser Nazi hat Sie falsch informiert. Senor Miranda hat ein Telefon mit Anrufbeantworter und Faxgerät. Seit wann? Er beantwortet bloß nie eine Nachricht. Hexenweiber, Vampiressen, man sollte euch einen Pflock durchs Herz treiben. Sie sollten sich nicht mit diesem alten Cretin abgeben. Ich heiße Felicitas Larios und das ist meine Stiefschwester Renegada. Wenn Sie Vasco Miranda suchen, sollten Sie wissen, wir sind seine Haushälterinnen, seit er vor 14 Jahren den Fuß in unser Dorf gesetzt hat. Wir arbeiten nämlich gar nicht hier in der Bar. Wir haben heute nur ausgeholfen, weil die Bedienung krank ist. Sie werden Ihnen das Herz herausreißen und Ihre Seele in eine Glasflasche einschließen. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Vasco Miranda ist ein böser Geist und die beiden da sind seine Kreaturen. Hüten Sie sich. Ich habe gesehen, wie Sie sich in Fledermäuse verwandelt haben. Zieh los und such sie! 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 Such dein Palimpsestina, dann Moristan. Such dein Palimpsestina, dann Moristan. Und nimm den verdammten Köter mit! Und nimm den verdammten Köter mit! Man möge mich vorlassen. Vasco Miranda aus Lutulim. Gua. Weißt du überhaupt, wessen Haus das ist? Man möge mich vorlassen zur einzigen Künstlerin in diesem kunstlosen Schrottistan, deren Größe an meine heranreicht. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Vasco Miranda aus Lutulim. Vasco Miranda aus Lutulim. Miranda aus Lutulim. Miranda aus Lutulim. Gua, 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 gua.
Malen Sie mir verknotete Gewehrläufe und ganze Badewannen voll Geld. Vergessen Sie Hafen und Engel. Ich möchte meinen Kiddies ein anderes Paradies schenkifizieren. Zieh los und such sie. Zieh los und such sie. Zieh los und such sie. Such dein Palästina, dann Moristan. Such dein Palästina, dann Moristan. Und nimm den verdammten Köter mit. Und nimm den verdammten Köter mit. Das Zimmer verändert sich nicht von selbst. Du machst das. Du machst das im Schlaf mit deiner dritten Hand. Wie lange habe ich geschlafen? Einen ganzen Tag. Heute ist schon morgen. Unsinn. Nur ein paar Stunden. Es ist immer noch heute. Mach doch den armen Mann nicht konfus, Renegada. Wir haben Ihre Kleider gewaschen und gebügelt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Aber jetzt muss ich Sie um einen Rat bitten. Vasco Miranda ist ein alter Freund meiner Familie und ich muss ihn dringend sprechen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Moraes Zugobi aus Bombay, Indien. Zugobi? Ich hätte nie erwartet, aus einem anderen Mund diesen verhassten Namen zu hören. Verhasst? Ich glaube, wir sind Ihnen eine Erklärung schuldig. Als Vasco Miranda nach Benincheli kam, haben wir ihm unsere Dienste angeboten. Wir haben ihn natürlich für ein bisschen verrückt gehalten, aber das sind ja wohl alle Künstler. Der Lohn, den er uns zahlte, lag weit über dem üblichen. Doch dann wurde er immer wahnsinniger. Er fing an, sich wie ein Sultan zu verkleiden. Und dann hat er sich schlimmer benommen als ein ungläubiger Maurendespot. Von da an sind wir nur noch jeden Morgen zu ihm rüber und haben sein Haus geputzt, so gut es ging. Seit 5 Jahren lebt er wie ein Einsiedler und verbringt seine Tage nur noch im Turm. Den haben wir noch nie betreten dürfen. Ein paar große Leinwände haben wir mal gesehen. Judas statt Christus am Kreuz. Seitdem malt er auch nicht mehr. Er hat sich Tonbandgeräte gekauft und sogar ein Röntgengerät. Ein Röntgengerät? Was macht er damit? Woher sollen wir das wissen? Wahrscheinlich Kunst. Das ist alles nicht normal. Er empfängt niemanden. Keine Menschenseele. Selbst wir haben ihn seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mein verhasster Name? Was ist damit? Das war eine Frau. Meine Mutter. Eine Malerin. Inzwischen ist sie verstorben. Sie ruhe in Frieden. Vasco Miranda ist sehr verbittert. Ich glaube, er hat sie sehr geliebt. Doch alles ist sicher nicht leicht für sie. Ein Sohn, eine Mutter. Ich glaube, er war... Ihr Geliebter war er. Falls Sie das nicht gewusst haben, tut es mir leid. Und dann hat sie ihn hinausgeworfen. Ja. Hass zerfrisst die Seele. Meiner Meinung nach wird er niemals bereit sein, den Sohn ihrer Mutter zu empfangen. Er hat die Wände meines Kinderzimmers mit Comictieren bemalt. Er muss mich empfangen. Ladies, auch ich habe eine Geschichte zu erzählen. Vasco. Vasco Miranda, des Mauren letzter Seufzer, das Porträt meiner Mutter. Das Bild ist doch vor langem zerstört worden. Nicht zerstört, nur übermalt. Vascos weinender Reiter lässt sich abtragen, dann haben wir Aurora wieder. Abtragen, sagst du? Wäre das möglich? Es gibt Experten. Aber das Bild gehört Baba. Will der alte Bastard überhaupt verkaufen? Gestohlen. Letzte Woche. Aus seiner Villa. Sie fehlt dir? Ja. Also gut. Vor einiger Zeit ist ein Paket gekommen. Möglicherweise ein Gemälde. Ich weiß es nicht. Er muss es in den Turm hinaufgeschafft haben, aber 4 große Bilder? Nein. Sowas ist nicht gekommen. Vielleicht ist es noch zu früh. Die Bilder sind ja erst vor kurzem in Bombay gestohlen worden. Bitte passen Sie auf. So wie die Dinge stehen, sollte ich nicht überstürzt an seine Tür klopfen. Sonst sorgt er dafür, dass die Bilder gar nicht hier ankommen. Wenn Sie in unserem Haus wohnen wollen, wir werden uns sicher einigen. Und um Ihren Hund kümmern wir uns auch. Weil er so schön ausgestopft ist. Danke. Was ich Sie schon immer fragen wollte, warum haben Sie beide eigentlich nie geheiratet? Weil alle Männer hier in der Gegend vom Hals aufwärts tot sind. Und vom Hals abwärts ebenfalls. Aber ja, doch, sie mag dich. Nein, nein, mein Liebling. Sie mag mich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein.
verdammt nochmal. Dann fix sie. Was hast du gesagt? Fix sie. Fix. Fix sie. Fix sie. Fix sie. Fix sie. Fix sie, die blöde Ziege. Mein Liebling. Mein Liebling, weh. Fix sie mir auf und runter. Kannst du doch tun, mein Liebling, wenn du das willst. Brauchst du es doch nur zu sagen. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja. Von diesem Augenblick an bist du nicht mehr unser Sohn. Geh uns aus den Augen. Geh uns aus den Augen. Gestern Nacht kam ein Lastwagen. Direkt an unserer Tür ist er vorbei. Das Tor von Mirandas Haus ist auf und der Lastwagen ist durch. Und heute Morgen lag in den Kaminen jede Menge billiges Holz. Holz für große Versandkisten. Er muss die ganze Nacht alles klein gehackt haben. Es ist soweit, ich muss zu ihm. Wenn er mich nicht empfangen will, müssen Sie mich eben reinschmuggeln. Was meinst du, Renegada? Nicht bei Tag. Also gut. Morgen früh, bevor es hell wird. Das Zimmer verändert sich nicht von selbst, Moa. Du machst das. Du machst das im Schlaf mit deiner dritten Hand. Ich habe dich geliebt, Vasco. Da war ich noch ein Kind. Ich wollte alles wissen über dich. Und so habe ich gefragt. Aurora hat mir viel von dir erzählt. In den Stunden, als ich im Hotel saß. Als ich noch ihr Modell war. Und noch ihr Sohn. Gemalt und erzählt. Auch von der Nacht. Der berühmten Nacht. Indien feiert seine Freiheit. Und im Punjab fließt das Blut in Strömen. Naja, ihr habt es ja nicht weit. Gehen Sie ein bisschen gebückt und nur kleine Schritte. Und nun los. Wir setzen für Sie unseren Lebensunterhalt aufs Spiel. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Jawaharlal überlasse ich Ihrer Obhut. Er wird Ihnen keine Umstände machen. Wahrhaftig nicht. Sobald Sie aus der Tür sind, heißt es ab in den Schrank. Wir sind nicht so dämlich, einen ausgestopften Hund spazieren zu führen. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Vasco Miranda aus Lutulin. Vasco Miranda aus Lutulin. Gur. 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 Man möge mich vorlassen. Man möge mich vorlassen. Zur einzigen Künstlerin in diesem kunstlosen Schrottistan. Deren Größe an meine Herren reicht. An meine Herren reicht. Hola Namaska, Moa, mein Junge. Du siehst ja furchtbar aus, als wolltest du jeden Moment den Löffel abgeben. Haben meine Damen dich nicht gut gefüttert? Wie lange ist es jetzt her? 14 Jahre. Na sowas. Die Zeit war nicht sehr freundlich zu dir. Findest du es nicht bewundernswert, mein Benengeli? Adieu, Schmutz, Krankheit, Korruption, Kastenpolitik, Sogobi-Familie. Adieu, Aurora, du große, grausame. Wieso adieu, Vasco? Wie ich sehe, hast du hier versucht, um dich herum die Welt meiner Mutter zu bauen. Die Welt ihrer Fantasie. Und dann gibt es noch diesen letzten Chocobi, den du dich stellen musst. Und das kleine Problem der gestohlenen Bilder. Die sind oben. Ich möchte sie sofort sehen. Aber bitte sehr. Gehen wir hinauf und sehen sie uns an. Aber sei so freundlich und geh langsam. Adieu, meine geliebte Renegada. Hast du meine geliebte Renegada gesagt? Und meine geliebte Felicitas. Tja. Dann habt ihr bösen Schwestern nur mit mir gespielt. Sie sind weder böse noch Schwestern. Sie sind ein Liebespaar. Seit 15 Jahren. Und seit 14 gehören sie mir. Eure Bettgeschichten interessieren mich nicht. Warum habt ihr mit mir gespielt? Wir mussten auf die Bilder warten, mein Lieber. Und dann mussten wir sie doch unauffällig hierher bringen. Und wozu das alles?
Na, was meinst du wohl? Um mich von allen Zogobis zu befreien, von 4 Bildern und dem letzten dieser verfluchten Dynastie. Eine Pistole? Ist das dein Ernst, Moskau? Du richtest eine Pistole auf mich? Nur eine ganz kleine. Aber ich habe sie in der Hand. Vorwärts, Moor. Was ist das übrigens für ein scheußlicher Lärm? Lärm? Das ist Musik, Moor. Musik. Im fernen Osten gilt diese Musik als höchst erotisierend. Erotisierend? Du wolltest die Bilder sehen? Bitte. Hier ist das erste. Des Mauren letzter Seufzer. Auroras letztes Werk. Vor einem Röntgengerät. Dahinter Leuchtkästen. Röntgenbilder. Was soll das, Vasco? Du willst doch nicht endlich malen lernen? Du hast die spitze Zunge der Sogobis geerbt. Ist es nicht ein bisschen leichtsinnig, einen Mann mit einer geladenen Pistole zu provozieren? Dazu noch einen Mann, der das Rätsel um den Tod deiner Mutter gelöst hat? Das Rätsel ist gelöst. Ihr letztes Bild hat nichts damit zu tun. Ihr seid eine arrogante Mischpoke. Ganz egal, wie schlecht ihr Sogobis einen Menschen behandelt. Ihr glaubt, er liebt euch immer weiter. Deine Mutter zum Beispiel hat mir geschrieben. Wusstest du das? Du lügst. Nach 14 Jahren. Ein Hilferuf. Aurora wollte Hilfe? Von dir? Sie hatte Angst. Sie schrieb mir, irgendjemand wollte sie umbringen. Ich glaube dir kein Wort. Ihr Sogobis habt schon immer geglaubt, alles zu wissen. Nichts wisst ihr, gar nichts. Überzeug dich selbst. Sollte ich umgebracht werden, wünsche ich, dass mein Mörder zur Rechenschaft gezogen wird. Aus diesem Grund habe ich sein Porträt unter meinem gegenwärtig in Arbeit befindlichen Werk verborgen. Lass das Bild röntgen und du wirst das Angesicht meines Mörders sehen. Na, was siehst du auf dem Röntgenbild? Ein Palimpsest. Kein Zweifel, es ist ein Palimpsest. Meindak ist es nicht. Ganz recht, Meindak ist es nicht. Der Mann ist groß und schlank. Komm ruhig näher. Schau es dir genau an. Es ist nicht wahr. Erkennst du ihn immer noch nicht? Nein. Es ist nicht wahr. Wirklich nicht? Folge deinem Instinkt. Es ist nicht wahr. Hier ist der Undercover. Du aber kennst ihn Overcover. Nein. Sieh hin, sieh doch endlich hin. Es ist nicht wahr. Blofeld? Mogambo? Don Vito Corleone? Erkennst du diesen Gentleman wirklich nicht? Vater. Oh. Es war kein Unfall. Es war kein Unfall. Das war Mord. Das war Mord. Das war Mord. Mir fehlt noch der Beweis. Mir fehlt noch der Beweis. Aber es war Fielding. Aber es war Fielding. Aber es war Fielding. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Vater. Freispruch. Freispruch. 100%. 100%. 100%. Einwandfreies Gesundheitszeugnis. Einwandfreies Gesundheitszeugnis. Beide Hände peinlich sauber. Beide Hände peinlich sauber. Beide Hände peinlich sauber. Wer mich in den Dreck ziehen will, muss früher aufstehen. Ziehen will, muss früher aufstehen. Vater. Es war Mord. Es war Mord. Es war Mord. Es war Mord. Auroras Tod war kein Unfall. Auroras Tod war kein Unfall. Tod war kein Unfall. Jetzt habe ich den Beweis. Verlangt nach Blut. Bade meinen Körper im roten Springbrunnen meiner Mörder. Erst dann werde ich in Frieden ruhen. Ina tot. Mini die Maus. Meiner. Und auch du, Aurora. Tot. Was soll ich jetzt tun, Mutter? Was will ich noch hier?
Was soll ich Waschko vorwerfen? Wir Zukubis bringen uns doch selber um. Ich kann sie nicht mehr zählen, die Tage, die vergangen sind, seit Waschko Miranda mich im obersten Raum seiner Festung in Benangeli gefangen nahm. Nun, da sie vorüber sind, schreibe ich meine Erinnerung an das grauenvolle Leben im Kerker nieder. Und sei es auch nur um meiner Mitgefangenen, Waschkos zweiter Geißel zu danken. Ohne ihre Courage, ohne ihre Erfindungsgabe und Gelassenheit wäre ich nicht mehr am Leben und könnte meinen Bericht nicht zu Ende bringen. Gesellschaft für Sie. Darf ich vorstellen? Moresh Sogobi, genannt Moor, der letzte seiner gottverdammten Sippe. Und das, mein Lieber, ist Aoi Ue, ein Vokalwunder aus Nippon. Auch hier, in dieser Zelle, ein Palimpsest auf einer Staffelei. Der Künstler als Bob Dill, der glücklose El Sogobi. Letzte Sultan von Granada, wie er endgültig die Alhambra verlässt. Des Mauren letzte Seufzer. Ein Stockwerk tiefer, Auroras letztes Werk. Hier oben, Waschkos erstes. Weißt du was, Moa? Weil wir uns so lange kennen und weil ich ein gutmütiger Mensch bin, werden wir erstmal deine Hinrichtung ein bisschen aufschieben. Und dafür die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. Bevor die Sogobis endgültig vom Gesicht der Erde verschwinden, soll der Letzte ihres Geschlechts die ganze sündhafte Familiensaga erzählen. Was hältst du davon? Ich bringe dir jeden Tag Bleistift und Papier und du schreibst mir alles auf. Alles. Und schreib mit Pfeffer. Solange ich mich beim Lesen amüsiere, bleibst du nämlich am Leben. Tun Sie, was er sagt. Und ziehen Sie Ihren Bericht in die Länge. Genau dasselbe mache ich auch. Mit jedem Tag, den wir am Leben bleiben, vergrößern wir unsere Chance auf Rettung. Sie glauben an Rettung? Ach. Wie lange sind Sie hier? Ich weiß es nicht mehr. Wieso sind Sie hier? Ich restauriere Bilder. Ich arbeite in der Fundación Juan Miró in Barcelona. Eines Tages rief Waschko Miranda an, ich sei ihm wärmstens empfohlen worden. Er habe kürzlich mehrere Palimpseste erworben und lade mich nach Benengeli ein, sie zu untersuchen und ihn zu beraten. Ich konnte seine Einladung nicht ablehnen, ohne ihn zu kränken. Oh. Außerdem war ich neugierig, einen Blick hinter die Mauern seiner legendären Festung zu werfen. Als ich hier ankam, zeigte er mir diesen Reiter und die Röntgenbilder des darunterliegenden Porträts. Er hat mich gefragt, ob ich imstande sei, das Porträt zu exhumieren, indem ich die Farbschicht des Reiters entferne. Ich habe ihm gesagt, mein Beruf sei, Bilder zu erhalten, nicht sie zu vernichten. Daraufhin hat er... Oh. Ach. Tut das gut. Er hat also seine Pistole gezogen und mich in Ketten gelegt. Wie Sie. Angeblich werde ich freigelassen, wenn meine Arbeit hier beendet ist. Was will er mit dieser Musik? Was weiß ich? Jeden Morgen weckt er mich mit seinem Konzert. Nach einer Stunde ist es beendet. Dann beginne ich mit der Arbeit. Dein Porträt habe ich nie gesehen, Mutter. Noch bist du verborgen.
begraben unter Waschkos Reiter. Aoi hatte ich nie gesehen. Jetzt trägt sie ihn ab, den Reiter, Schicht für Schicht. Und Schicht für Schicht kommt sie dir näher, bis sie dich sehen wird. Zum ersten Mal. An ihrem letzten Tag. Und meinem auch. Wir sind größer als dieses Gefängnis. Wir dürfen uns nicht klein machen, nur um in seine Mauern zu passen. Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter. Erzählen Sie mir von Ihren Bildern. Aurora hat gemalt. Schon als Kind. Als Belle ihre Mutter tagsüber das Familienunternehmen leitete und nachts auf Großwildjagd ging. Als Comanche ihr Vater Jahre im Gefängnis saß. Und nie hat sie Belle und Comanche ihre Einsamkeit zum Vorwurf gemacht. Sie hat gemalt. Oh. Aber ja, doch, sie mag dich. Nein, nein, mein Liebling. Sie mag mich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Verdammt doch mal, dann fick sie. Schwimm. Was hast du gesagt? Schwimm. Fick sie. Fick sie. Über die Grenze deines Atems hinaus. Weit hinaus. Nur dann findest du Rettung. An einem Gestade. Dem einzigen Gestade. Dem Gestade der Fantasie. Guten Morgen. Gut geschlafen? Köstlich, die Geschichte von Epiphanias Tod. Köstlich. Du darfst am Leben bleiben, mein Lieber. Ich bin zu gespannt, wie es weitergeht. Bobby schafft sogar. Sie hat mich gestillt. Ihre ersten Moorbilder entstanden, als ich an ihrer Brust lag. Kohlezeichnungen, Aquarelle, Pastelle. Und dann der erste Moor auf Leinwand. Aurora als gottlose Madonna mit Kind. Meine verkrüppelte Hand. Das einzige sanft strahlende Licht. Ein Licht zu erleuchten die Finsternis. Warum nicht? In letzter Zeit interessiert es mich, religiöse Bilder zu malen für Menschen, die keinen Gott haben. Dann war ich Othello, erdolcht im letzten Atemzug über ihr, Desdemona. Der Kuss im Tode. Nach dem Othello-Bild hat sie zum ersten Mal die alte Bob Dill-Story neu erzählt. Keine autorisierte Version, mein kleiner Moor. Eher eine aurorisierte. Sie begann, die Alhambra auf den Malabar Hill zu versetzen. Benutzte das arabische Spanien, um ihr Indien neu zu entdecken. Und immer noch war ich ihr Modell. Ihr Talismor. Man könnte es Moristan nennen. Dieser Strand, dieser Hügel mit der Festung, Wassergärten und hängende Gärten, Wachtürme und Türme des Schweigens. Ein Ort, an dem Welten zusammenstoßen, fließend ineinander übergehen und wieder wegspülifiziert werden. Ein Universum, ein Land, ein Traum. Man könnte es Palimstina nennen. Und ganz oben in dem Palast bist du. 20 Jahre später. Ina, meine Schwester, war gerade gestorben. Und Indira Gandhi abgewählt. Da begann sie, ihre großen Moorbilder zu malen. Sie mag dich. Nein, nein, mein Liebling. Sie mag mich
doch nicht. Was hast du gesagt? Pixie. Pixie. Von diesem Augenblick an bist du nicht mehr unser Sohn. Geh uns aus den Augen. Nicht doch. Nicht doch. Sie müssen lernen, das aus sich herauszulassen. Lassen Sie die Scham einfach aus sich. Des Mauren letzter Seufzer. Sieh da, Boabdil in den Armen seiner geliebten Chimäne. Köstlich. Hier, Papier und Bleistift, du bleibst am Leben. Die Baby-Softo-Geschichte, köstlich. Baby-Softo, singet lauter. Erzählen Sie mir weiter von Aurora. Erzählen Sie mir von Ihren dunklen Moorbildern. Nachdem sie mich verstoßen hatte, war Moor der Maurer nur noch eine abstrakte Figur aus schwarzen und weißen Rumpen. Eicher die Mutter, schwarz. Und Chimäne, die Geliebte, strahlend weiß. Sie suchen billige Hotels auf und lieben sich in jalousieverhangenen Räumen über dem Kommen und Gehen der Züge. Dann sammelten sich am Horizont ihre Gemälde immer mehr Armeen. Rosse stampften, Lanzen blitzten. Und im Laufe der Jahre kamen sie immer näher. Doch die Alhambra ist unüberwindlich. Geliebte Chimäne, unsere Festung wird, wie unsere Liebe, niemals fallen. Moor war schwarz und Moor war weiß. Eicher und Chimäne begannen an ihm zu zerren. Und schließlich rissen sie ihn in der Mitte in zwei. Schwarze Rumpen, weiße Rumpen fielen aus dem Riss wie Tränen. Die Armeen kamen immer näher. Und als sie den Fuß des Hügels erreicht hatten, kam eine Gestalt im schwarzen Kapuzenumhang aus der Festung den Hügel herab. In der Hand den Schlüssel zum Tor. Der einbeinige Wächter salutiert. Sie lässt den Umhang fallen, steht da in strahlendem Weiß. Sie übergibt den Schlüssel den weißen Belagerern. Der Palast fällt, sein Bild verblasst, bis es ganz weiß ist. Und dann ihr letztes, des Mauren letzter Seufzer. 170 mal 247 Zentimeter. Öl auf Leinwand. Boabdil aus der Alhambra verstoßen. Wie ihr Sohn vom Malabahil. Gehen wir wieder ans Werk. Meine Hand zittert über dem Papier. Meine Geschichte nähert sich ihrem Ende. Und meinem. Ihr werdet es nicht tun. Ihr werdet es nicht tun. Er wird es nicht tun.
Er wird es nicht tun. Er wird es nicht tun. Er wird es tun. Selbstverständlich wird er es tun. Er ist verrückt, er sticht sich Nadeln in den Arm. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird uns töten. Und dann wird er sich zwischen unsere Leichen setzen und zu dir emporblicken, Aurora. Und dir zu Füßen wird er warten, bis sie ihn abholen. Endlich mit der geliebten Frau vereint. Was für eine Geschichte, Moore! Und jede Woche ein neuer Song. Weiter so! Meine Hand zittert. Blut. Überall Blut. Blut an meinen Kleidern. Blut an meinen Händen. Blut verschmiert die Worte, die ich schreibe. Mein Bericht ist in Benengeli angelangt. Und von der Staffelei schaut mich meine Mutter an. Mit nichts in den Armen. Seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen, vielen Jahren. Er wird es nicht tun. Seit einer verpuschten Blinddarmoperation. Er wird es nicht tun. Steckt irgendwo in mir eine Nadel. Er wird es nicht tun. Im Augenblick stört sie mich nicht. Er wird es nicht tun. Doch eines Tages, Moor, wird sie mein Herz erreichen. Er wird es nicht tun. Und dann werde ich auf der Stelle tot umfallen. Von innen heraus erstochen. Er wird es nicht tun. 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 Endlich! Aurora in voller Blüte. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht! Lady Chimène bittet um ihr Leben, Boabdil. Willst du nicht losreiten und sie retten? Sie bis zum letzten Atemzug verteidigen? Wie soll ich sie denn verteidigen? Befreie mich von meinen Ketten, dann kämpfe ich um unser Leben. Ein echter Maurer kämpft um seine Lady. Auch wenn es den sicheren Tod bedeutet. Bitte, Moor. Bitte. Schwimm, Moor, schwimm. Ich will nicht. Über die Grenze deines Atems hinaus. Ich will nicht. Weit hinaus. Ich will nicht. Nur dann findest du Rettung. An einem Gestade. Ich will nicht sterben, Oma. Dem einzigen Gestade. Ich will nicht sterben, Oma. Dem Gestade der Fantasie. Ich will nicht sterben, Aui. Tu's, Moor, bitte. Oh, du feiger Moor. Dann tu ich's. Ah, nein, tu's nicht. Dann tu ich's. Blut. Aus Auroras Herz fließt Blut. Aois Blut. Wohl steht es dir an, wie ein Weib zu beweinen, was du nicht verteidigen konntest, wie ein Mann. Zerplatzt. Blut aus seiner Nase. Blut aus seinen Ohren. Blut aus seinen Augen. Blut aus seinem Mund. Blut. Überall Blut. Aruis Blut. In Vaskos Blut. Als Auroras Blut. Das harte Gras auf dem Friedhof ist hochgewachsen und drahtig. Ich sitze auf einer Grabplatte, scheine auf den gelben Spitzen der Gräser zu ruhen, schwerelos. Ich habe nicht mehr lange. Meine Atemzüge sind gezählt. Ich habe den letzten Rest meiner Kraft dazu benutzt,
diese Pilgerfahrt zu machen. Als ich meinen Verstand wieder beisammen hatte, mich selbst von den Ketten befreit hatte, indem ich die Schlüssel von Waschkos Bund nahm, als ich mit meiner Niederschrift fertig war, wurde mir klar, was mein letzter Auftrag im Leben ist. Ich habe meinen Mantel angezogen. Ich habe meine Zelle verlassen. Ich habe den Rest meiner Schrift aus Waschkos Atelier genommen und zusammen mit einem Hammer und ein paar Nägeln in meine Taschen gestopft. Meiner Lunge zum Trotz, die nicht mehr so will wie ich, habe ich mich von den Straßen ferngehalten, bin durch unwegsames Gelände geklettert und trockene Wasserläufe entlang gewandert. Und so habe ich auf der Flucht meine Geschichte überall in der Landschaft angenagelt. Ich sitze hier im letzten Licht unter Olivenbäumen und blicke über das Tal hinaus auf einen fernen Hügel. Da steht sie, die Glorie der einst so mächtigen Mauren, ihr Meisterwerk und ihre letzte Festung, die Alhambra. Ein Monument, das stehen geblieben ist, nachdem ihre Eroberer längst gefallen sind. Das Testament einer verlorenen, innigen Liebe, die über die Niederlage, über die Vernichtung hinaus besteht. Einer gescheiterten Liebe, die größer ist als das, woran sie gescheitert ist. Das Testament des tiefsten unserer Bedürfnisse. Des Bedürfnisses, ineinander zu fließen. Den Grenzen ein Ende zu setzen. Die Grenzen des Ichs aufzuheben. Ich betrachte sie im Abendlicht. Und während es schwindet, steigen mir Tränen in die Augen. Ich werde einen Schluck Wein trinken. Und dann werde ich mich der Tradition unserer Familie gemäß in schweren Zeiten erst einmal zu schlafen auf diese Grabplatte legen. Die Augen schließen. Und darauf hoffen, in einer besseren Zeit erfrischt und freudig zu erwachen. Des Mauren letzter Seufzer von Salman Rushdie, aus dem Englischen von Gisela Stege. Vierter und letzter Teil, Des Mauren letzter Seufzer. Die Rollen und ihre Darsteller: Moraj Sogobi, genannt Mohr, Peter Dirschauer, Aurora, Ingrid André, Abraham, Jürgen Hentsch, Waschko, Peter Ricke,
Aoiwe, Katharina Palm. Helsing, Aljoscha Sebald. In weiteren Rollen Beate Abraham, Angelika Bartsch, Susanna Fernandes-Genebra, Patricia Schäfer und Paul Fastnacht. Technische Realisation Rudi Stückrath und Werner Jäger. Regieassistenz Thomas Leutzbach. Musik 440 Hertz. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäfer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997. Bappa tu da ag mana sola, bappa tu da visarjan sola, bappa tu da ag mana sola, bappa tu da visarjan sola. Dure ta chawa tu lagla na tu ghumu lagla, dure ta chawa tu lagla na tu ghumu lagla. Tuje ag mana sola la mante sa dekhe shailen birvi dada, tuje visarjan sola la mante sa dekhe shailen birvi dada. Maya hari daya hari ye to tu gan raya dati vari de to tu suka chire chaya bappa tu da agman sola bappa tu da visarjan sola dole ta chava tu lagla na tu ghumu lagla dole ta chava tu lagla na tu ghumu lagla tujhe agman sola Shailen birvi dadala, tujhe visarjan solyala manse sa adhyaksha shailen birvi dadala. Ami manse te, karyakarte ami manse te. यांची ही तयारी वाजत गजल हानिली ही तुझी तरे स्वारी रोज पाटी रवींद विषय आले तुझे दारी फुल वाहतान तुझे चन्नावरी बाप्पा तुझा आगमन सोला बाप्पा तुझा विसर्जन सोला डोले त्याच्या आवाजू लागला नाद घुमू लागला डोले त्याच्या आवाजू लागला नाद घुमू लागला तुझे आगमन सोल्याला मनसेचा अध्यक्ष शैलेस बिरवी दादाला तुझे विसर्जन सोल्याला मनसेचा अध्यक्ष शैलेस बिरवी दादाला आम्ही मनसे ते कार्यकर्ते आम्ही मनसे ते सदन गोरे प्रताप विषय सेवा तुझी करी बाप्पा ग
Ya sveta bilvi arti tuji kari Bappa tuja agman sola Bappa tuja visarjan sola Dole ta chava tu lagla na tu ghumu lagla Dole ta chava tu lagla na tu ghumu lagla Tuja agman sola la manse sa Dekhse shailis bilvi dada ala Tuja visarjan sola la manse sa Dekhse shailis bilvi dada ala Ami manse te Kale karte ami manse te करी नजर तुझी हाय सारे विश्ववरी मनोज मराठा ध्रुवा तो चरणावरी राहुल पोदार आरती तुझी करी बाप्पा तुझा आगमन सोला बाप्पा तुझा विसर्जन सोला डोले त्याच्या वाजू लागला नाद घुमू लागला डोले त्याच्या वाजू लागला नाद घुमू लागला Ich kann sie nicht mehr zählen, die Tage. Seit ich geflohen bin vor den Schrecken von Vasco Mirandas Festung in dem andalusischen Bergnest Benengeli. Seit ich im Schutz der Dunkelheit dem Tod davon gelaufen bin und eine Botschaft an die Tür genagelt habe. Ach, Moa, du merkwürdiger schwarzer Mann. Immer vollgestopft mit Thesen. Ach, Uma. Uma, meine Liebste. Und nirgends eine Kirchentür, an die du sie nageln kannst. Vollgestopft mit Fäkalien, willst du wohl sagen? Ja, Mutter. Auch diesmal hattest du wieder das letzte Wort. Anna. Uma, meine Liebste. Und Aurora, meine Mutter, sind inzwischen tot. Beide eines unnatürlichen Todes gestorben. Und ich befinde mich in einem fernen Land, den Tod auf den Fersen und ihre Geschichte in meiner Hand. Eine Geschichte, die ich an ein Tor, einen Zaun, einen Ölbaum geschlagen habe. Wenn meine Jäger dieser Spur folgen, werden sie mich finden. Hier. Ich warte, ohne zu klagen, außer Atem, bereit. Man reiche mir den Pfeffer. Ohne ihn hätte das, was in Ost und West heute endet, gar nicht erst begonnen. Der Pfeffer war es. Der Vasco da Gamas Schiffe über die Meere segeln ließ, von Lissabons Leuchtturm Torre de Belém, bis zur Küste von Malabar. Von Anfang an waren wir weniger ein Subkontinent als ein Subkondiment. Ja, Mutter, auch diesmal. Von Anfang an war es kristallklar, was die Welt von der verdammten Mutter Indien wollte. Scharfe Sachen wollte sie, genau wie ein Mann, der zu einer Hure geht. Oh. Meine Geschichte handelt von einem hochgeborenen Mischling, der in Ungnade fiel. Von mir, Moraj Zugobi, genannten Moa. Der einzige männliche Erbe der Gewürz- und Großhandelsmillionen der Dynastie der Gama Zugobi aus Cochin. Und von meiner Verbannung durch meine Mutter Aurora, geborene der Gama. Und der Ursprung von allem? Ein Pfeffersack. Keine Geheimnisse mehr. Ich habe sie alle angenagelt. Des Mauren letzter Seufzer von Salman Rushdie. Aus dem Englischen von Gisela Stegel. Musik
440 Hertz. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erster Teil: Ein geteiltes Haus. Mit 13 Jahren begann meine Mutter Aurora da Gama während der Anfälle von Schlaflosigkeit, mit denen sie eine Zeit lang allnächtlich geschlagen war, barfuß in dem weitläufigen, duftenden Haus ihrer Großeltern auf Keppel Island umherzugeistern und sämtliche Fenster zu öffnen. Zuerst die inneren Insektenfenster mit ihrem feinmaschigen Draht zum Schutz gegen Mücken, Moskitos und Fliegen. Dann die bleiverglasten Flügelfenster. Und schließlich die geschlitzten Holzläden. Und jetzt du! Zur Hölle mit euch Scheißviechern! Ich werde euch moskitofizieren! An die Wand klatschifizieren! Und du! Und du! Wie zum Teufel seid ihr bloß hier herein? Guten Morgen, Großmutter. Oh. Oh. Mädchen, hast du mich erschreckt? Eines Tages wirst du mir noch das Herz brechifizieren. So kam es, dass der jungen Aurora da Gama die Idee, ihre Großmutter zu ermorden, direkt von den Lippen des Opfers eingegeben wurde. Belle war gerade erst 2 Monate tot. Oh, wie Chef, das kann du sehen. Isabella, Chimena da Gama, die Großmutter, die ich nie kennengelernt habe. Zwischen ihr und Epiphania herrschte von Anfang an Krieg. Vier dicke Fehler, Schwiegermama. Nicht Booby, nicht Bottles, nicht Burry, nicht Boney. Süß von dir, in deinem Alter ein Liebeslied zu singen, doch mit falschen Wörtern wird's zum Nonsens. Nicht wahr, Comanche? Comanche, sag deiner lieben Frau, sie soll die Klappe haltifizieren. Sonst werde ich ihrem Gesabbere höchstpersönlich den Hahn abdrehen. Ich erzähle diese Geschichten, um mit ihnen abzuschließen. Sie sind alles, was ich noch habe. Also lasse ich sie frei. Vom Cochinhafen zum Bombayhafen, von der Malabar Coast zum Malabar Hill. Als meine Mutter Aurora jedenfalls in diesem kinderarmen Haus zu einer hoch aufgeschossenen, rebellischen 13-Jährigen heranwuchs, waren die Grenzen deutlich abgesteckt. Zu lang für ein Mädchen. Bosheit in den Augen heißt Teufel im Herzen. Und auch für ihre Fassade sollte sie sich schämen. Welby fiziert sich viel zu weit vor. Und was für ein perfektes Kind hat dein Liebling Irish vorzuweisen? Irish da Gama. Das weiße Haar gebändigt mit Brillantine. Monokel, steifer Kragen, 3 Teile aus feinstem Gabardin und Gamaschen. In der einen Hand ein Stock mit Elfenbeingriff. In der anderen eine lange Zigarettenspitze. Zum Teufel mit Auroras großen Bubi-Cheftos. Dein Sohn Irish bringt mit seiner Sahara nicht das Geringste zustande. Weder Bubis noch Babys. Irish' Frau hieß Carmen. Aber Belle hatte sie nur Sahara genannt. Sie ist so flach und dürr wie die Wüste. Ich kann in dieser Ödnis nirgendwo einen Ort entdecken, wo man was zu trinken kriegt. Großtante Sahara. Die Frau ohne Oasen kaute mit ihren kamelähnlichen Kiefern Betelnüsse und sah auch sonst so aus, als hätte sie einen Höcker. Carmen erwähnte keiner Menschenseele gegenüber, dass ihr Ehemann in der Hochzeitsnacht das Schlafzimmer erst sehr spät betreten hatte. Seine verängstigte, magere, junge Frau, jungfräulich zitternd im Bett, einfach ignorierte, sich langsam und gewissenhaft entkleidete, um dann seinen nackten Körper nicht weniger sorgfältig in das Brautkleid zu zwängen, das die Zofe als Symbol der Vereinigung auf einer Schneiderpuppe zurückgelassen hatte, und den Raum durch die Außentür des Aborts zu verlassen. Carmen hörte auf dem Wasser einen Pfiff. Und als sie sich nur mit einem Bettlaken bekleidet erhob, sah sie ihr Brautkleid im Mondschein glänzen. Und die Erkenntnis, was für eine Zukunft sie erwartete,
senkte sich bleischwer auf ihre Schultern herab und drückte sie für immer nieder. Ein junger Mann. Iris hatte ihn Prinz Henry den Navigator getauft, ruderte mit ihrem Hochzeitskleid und dem, der darin steckte, eilfertig davon und ließ Großtante Sahara in den kalten Dünen ihres unblutigen Lagens zurück. Da ich allmählich zur Sache komme, zum Kern der Familienzwiste, der vorzeitigen Todesfälle, unglücklichen Lieben, wahnsinnigen Leidenschaften und schwachen Lungen, will ich nicht vergessen, wer mit dem Ganzen angefangen hat, wer der Erste war, der sein Element verließ und ertrank. Francisco da Gama, Epiphanias dahingegangener Gatte. Vom Tag seiner Geburt an war Francisco aus dem Holz, aus dem Helden geschnitzt sind. Ein Mann für Häuslichkeit so wenig geschaffen wie Don Quixote. Er war schön wie die Sünde, aber doppelt so tugendhaft. Und erwies sich auf den Kokosmatten der Cricketplätze als teuflisch langsamer, linkshändiger Werfer und eleganter vierter Schläger. Schon als junger Mann wurde er zum gelehrigen Adepten jener uralten Kunst der Dagamas, Gewürze und Nüsse in Gold zu verwandeln. Darüber hinaus war er ein Philanthrop, gründete Waisenhäuser, eröffnete kostenlose Ambulanzen für Arme, baute Schulen, richtete Institute ein zur Erforschung der Kokospalmentrockenfäule und rief Elefantenschutzprogramme ins Leben und zeichnete die besten Geschichtenerzähler der Region aus. Und wenn das ganze Geld verplempifiziert ist und die Kinder mit dem Hut in der Hand betteln gehen müssen, was essen wir dann? Etwa dieses Ding da, diese Anthropologie. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zerbrach etwas in Francisco. Die Briten müssen gehen. Wo sollen sie denn hin? Unsere jungen Männer sterben in britischen Uniformen. Der Reichtum des Landes wird exportiert. Hier zu Hause verhungern die Menschen. Aber der britische Tommy lebt von unseren Produkten. Weizen, Reis, Jute, Kokos. Von mir verlangt man, Waren unter Selbstkostenpreis zu verschiffen. Irish, Camonche, ihr geht sofort spielen. Unsere Bergwerke werden ausgebeutet. Salpeter, Glimmer, Magnesium. Das habt ihr nicht gehört? Sofort! Verdammt. Die Bombay Wallahs werden reich und das Land geht vor die Hunde. So, und jetzt zu dir. Dieses ganze Spintisieren und Politisieren hat ja wohl das Hirn vernebelt. Was sind wir denn, wenn nicht die Kinder des Empire? Alles haben die Briten uns gegeben. Zivilisation, Recht, Ordnung. Selbst deine Gewürze, die unser Haus voll stinken, kaufen sie. Warum redifizierst du also wie ein Verräter und vergiftest die Ohren unserer Kinder mit gottlosem Unsinn? Der Verrat am Vaterland, selbst uns, denn das wird nun den Preis. Als die russische Revolution die Welt erschütterte, als der Erste Weltkrieg zu Ende war, als die Nachricht über das Amritsar-Massaker vom Norden her durchsickerte und den Indern die anglophile Einstellung gründlich austrieb, verstopfte sich Epiphania da Gama auf Capel Island die Ohren. Francisco dagegen ging eines Abends an den Strand und schwamm davon. 5 Tage später fanden sie seinen Leichnam. Von den Wellen gegen eine rostige Hafenboje geworfen. Epiphania schluckte die Nachricht von seinem Tod ohne Anflug des leisesten Zitterns. Sie verschlang seinen Tod, wie sie sein Leben verschlungen hatte. Letzter Wille. Ich, Francisco da Gama, hinterlasse meiner geliebten Frau Epiphania da Gama, geborene Menethes. Glauben Sie, ich will den Rest meiner Tage in Ihrem Büro verbringen? Lesen Sie weiter, aber ein bisschen Dalli. Geborene Menethes, alle Ihre
Kleider, ihren Schmuck und eine weiter unten aufgeführte Apanage. Meinen beiden geliebten Söhnen Irish und Camonsch der Gamma hinterlasse ich zu gleichen Teilen die Gamma Trading Company unter der Bedingung, dass sie nie aufgeteilt wird, es sei denn, die Geschäftslage erfordere es. Was soll der Mist? Das ist der letzte Wille Ihres dahingegangenen Gatten. Nie und nimmer. Das werde ich anfechtifizieren. Wo bleibt denn das verdammte Matri-Dingsbums-Prinzip? In der Tat, Madame in Cochin gilt das matrilineare Prinzip. Sag ich doch. Es lässt sich bloß beim besten Willen nicht auf die christliche Gemeinde anwenden. Es ist ausschließlich Teil der Hindu-Tradition. Dann bringen Sie mir sofort ein Shivalingam und eine Gießkanne. Und dann bringen Sie mich zum Ganges. Und ich werde unverzüglich reinspringen. Hai ran! Damals schon trieb die Familie unaufhaltsam jenem katastrophalen Konflikt entgegen. Dem Krieg der Sippen, von dem sich unser Familienvermögen erst ein Jahrzehnt später wieder erholen sollte. Angefangen hatte das Ganze damit, dass Epiphania, die Unbeständigkeit ihres Sohnes zum Vorwand nehmend, ihre Verwandten, den Clan der Menethes nach Cochin einlud. Den Zeitpunkt ihres Coups wählte sie geschickt. Es waren die Tage von Irish nach franziskonischer Promiskuität und von Bells Schwangerschaft. Die einzigen Einwände kamen ausgerechnet von Carmen, deren Lobuhaare sich bei der Ankunft zu Filamenthes borstig sträubten. Deine Zukunftsaussichten liegen hier unten, genau zwischen deinen Beinen, Missy. Also konzentrier dich gefälligst darauf, deinen Ehemann für dich zu interessieren. Und halt ansonsten deinen Hintern aus Angelegenheiten heraus, die dich einen feuchten Kehricht angehen. Die Schlingpflanzen um Kokospalmen wandten sie sich um die Gamma Trading Company, tyrannisierten die Plantagenaufseher, schnüffelten in den Kontobüchern und mischten sich in die Arbeit in den Speichern ein. Es war eine regelrechte Invasion. Na schön, Irish. Wenn du deinen rechtmäßigen Platz in diesem Haus nicht einnehmen willst, dann sei wenigstens so gut und gestatte mir, die Lobos zu Hilfe zu holen, statt zuzulassen, dass dieses Menethes-Ungeziefer überall rumkrabbelt wie weiße Ameisen und unser ganzes Bargeld auffrisst. Was mit Parfüm begonnen hatte, endete mit einem wahrhaft gigantischen Stoß. Schon wenige Tage nach Ankunft der Lobos gingen Gerüchte um von Unruhen in den Spice Mountains. Menethes und Lobos kämpften um die Macht. Man munkelte von Streit und Schlägereien. Es wird Zeit, Camonsch, dass du etwas unternimmst. Sonst ist wirklich alles verloren. Zu spät. Riechst du das? Kümmel. Koriander, Gelbwurz, Pfeffer, Chili, Ingwer, Zimt. Sie haben die Gewürzplantagen in Brand gesteckt. Polizisten kamen nach Capel Island. Und nach den Polizisten Soldaten. Und dann wurden Irish und Camonsch da Gama festgenommen. In Handschellen gelegt und in den wunderschönen Bolgatti-Palast gebracht, wo sie in einem hohen, kühlen Raum von Pistolenmündungen bedroht niederknien mussten. Kein Mensch, nicht einmal die oberste Regierung, weiß alles über die Verwaltung des Empire. Jahr um Jahr schickt England junge Männer an die vorderste Front, offiziell als Indian Civil Service bezeichnet. Diese Männer schuften bis zum Umfallen, sorgen sich zu Tode oder ruinieren ihre Gesundheit, um dieses Land vor Tod und Krankheit, Hungersnot und Krieg zu schützen und zu erreichen, dass es endlich fähig ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Gibt es einen Erfolg, geht das Lob an die Eingeborenen, während sich die Engländer im Hintergrund den Schweiß von der Stirn wischen. Gibt es aber einen Misserfolg,
halten die Engländer den Kopf hin und nehmen die Schuld auf sich. Sie dürfen meiner persönlichen Dankbarkeit versichert sein. Au! Ruhe! Was immer Sie sagen. Wir werden unser Land selbstständig. Ich sagte Ruhe. Im Juni 1925 wurden Irish und Camanche da Gama zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nach jener Brandnacht auf dem Besitz der Gama Trade Company in den Spice Mountains waren die Leichen eines Lobo-Aufsehers, seiner Frau und seiner Töchter gefunden worden. Mit Stacheldraht an Bäume gefesselt, wie Ketzer auf dem Scheiterhaufen. Und in den rauchenden Ruinen einer Kardamompflanzung war man auf die verkohlten Überreste dreier Menethes-Brüder, ebenfalls an Bäumen gestoßen. Ihre Arme waren ausgestreckt und durch die Mitte jeder Hand hatte man ihnen Eisennägel getrieben. 10 Tage nach der Verhaftung von Irish und Camanche ordneten die Behörden auch die Festnahme von Epiphania und Carmen an, um sie nur eine Woche später wieder zu entlassen. Gentlemen, die Bedingungen, die mein Schwiegervater Francisco da Gama in seinem Testament angesprochen hat, sind eindeutig eingetreten. Während dieser 7 Tage ging Bill mit Camons schriftlicher Ermächtigung zu den Anwälten der Gama Trading Company und überzeugte sie von der Notwendigkeit, die Firma zu teilen. Die Einheit des Unternehmens kann nicht länger aufrechterhalten werden. Bleibt die Gama Company in einer Hand, wird die Schande der Gräueltaten sie kaputt machen. Teilen wir, lässt sich die Krankheit möglicherweise auf eine Hälfte begrenzen. Teilen wir nicht, gehen wir gemeinsam unter. Zurück auf Keppel Island begann Bell das große Herrenhaus zu teilen. Von unten bis zum Dachfirst. Silber, Leinen und Porzellan wurden bis zum letzten Teelöffel, Kopfkissenbezug und Suppenteller aufgeteilt. Und in der Küche hing ab sofort ein Stundenplan mit den Benutzungszeiten für jede Partei. Mit der einjährigen Aurora auf der Hüfte dirigierte Bell das Personal. Sie teilte das Herrenhaus mitsamt seinen Höfen und Gärten genau in der Mitte. Entlang der Grenzen ließ sie Säcke mit Gewürzen auftürmen. Was die Kapelle betrifft, liebste Schwiegermama, liebste Schwägerin, so könnte sie gern haben. Ach, mitsamt den Elfenbeinstoßzähnen und den Ganesha-Göttern. Wir auf unserer Seite der Gewürzsäcke haben weder vor, Elefanten zu sammeln, noch zu beten. Aus dem Nichts bist du gekommen. Und das Nichts wird dein Schicksal sein. Ihr beiden habt das Höllenfeuer über diese Familie gebracht. Jetzt will ich eure hässlichen Visagen nie wieder sehen müssen. Behaltet eure 50%, ernennt eure Bevollmächtigten, lasst den ganzen Krempel zum Teufel gehen. Mir ist das egal. Ich werde dafür sorgen, dass die 50% meines Camanche wachsen, blühen und gedeihen. So kam es, dass Bell da Gama mit 21 Jahren die Verantwortung für das Vermögen ihres eingekerkerten Ehemannes übernahm. Und sie verwaltete es gut. Oh.